Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Ihre Chancen sind null. Ihr Auftrag ist Mord. Ihr Leben ist kurz. Sie stirbt mehr als einmal. Und sie überlebt mehr als einmal. Schießt, wenn ich es dir sage. Ihr Beine! Ihr Schweine! Ihr Fetter! Ich leg euch alle um! Du musst beide schnell erledigen, sonst hast du ihre Bodyguard auf dem Hals. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 450 des Bahnhofskino-Podcast. Mein Name ist Patrick. Ja, und das sind doch nicht mal alle Folgen, die wir aufgenommen haben, gemeinsam. Das ist richtig, ja. Also Zahlen sind ja Schall und Rauch in dem Fall tatsächlich. Ich würde mich mehr freuen über solche Mini quasi Jubiläen, Zelebrarien, zahlentechnisch, aber irgendwie bedeutet es ja nichts, weil wir in den ersten Jahren ja immer wieder diese Bonusfolgen aufgenommen haben. Stimmt. Wenn wir zum Beispiel ja, über Kinojahre und Trailer-Special sprachen und wir haben das dann geschickterweise irgendwie Bonusfolge 23 genau. Genannt. Ja. Oh ja, und dann warst du mal weg und es kam Vertretung und ich habe den kompletten Überblick verloren. Das heißt, also früher habe ich ja tatsächlich immer auch ab und zu mal Gäste eingeladen und das dann als echte Bahnhofskino-Folgen deklariert, was ich gar nicht mehr tue. Ja, in den ersten so, Jahren. Ja. Und jetzt müsste ich tatsächlich mal nachgucken, ob das tatsächlich unsere echte 450. gemeinsame Folge ist. Ich glaube nicht. Nein, natürlich nicht. Ja. Also ich hab, würde ich schätzen. Ich gar nicht vorgestellt. Ach so. Ich bin Patrick und bei Mr. Daniel. Hallo Daniel. Hallo Patrick. Es freut mich so hier zu sein. Nee, ich würde mal denken, wir sind schon weit über die 500 raus, oder? Mit Bonusfolgen, ja vermutlich. Ja, ich weiß gar nicht mehr. Die ganzen James-Bond-Sachen, die haben wir doch auch extra nein. sortiert. Nein, die waren drei. Das waren reguläre Bahnhofskino. Ach du, ich komme ja auch ein bisschen durcheinander. Ist ja auch nicht so, als wäre die Webseite da wirklich großartig. Es ist schwierig. Ich denke auch, also man hätte es irgendwie nachvollziehbarer machen können als wir. Wir haben ja zwischenzeitlich auch mal Serien besprochen. Twin Peaks und Sopranos. Hm. Das waren aber auch reguläre Bahnhofskino-Folgen. Wobei Twin Peaks, das ist immer noch so ein bisschen eine meiner größeren Bedauernisse der letzten Jahre, weil ich glaube, wir sind der Serie nicht gerecht geworden und dann irgendwie noch zwei Filme dazu zu quetschen. Uiuiui. Ja. Und noch dazu die gesamte Mad Max-Reihe, die wir zeitgleich besprochen haben. Ich weiß war ein nicht. Bisschen viel auf einmal, ja, das ist richtig. Und auch dennoch hat es aber Spaß gemacht. Ja, ja. Spaß macht's immer. So, auch heute. Ja. Um beim Jugendsprech zu bleiben, weil wir gerade so voller Elan sind, wollte ich sagen, wir wollten mal zwei so richtige Banger raushauen, nachdem wir jetzt in den letzten Wochen gesagt haben, da war immer mal wieder so Zeug dabei, von dem wir sagen, ja, ein bisschen Zähneknirschen war ganz okay, aber hätte auch besser sein können. Und jetzt haben wir mal so zwei echte anerkannte Lieblingsfilme von einst mitgebracht und ungeachtet der Tatsache, dass ich einen völlig anderen Film letzte Woche angekündigt habe, sage ich mal, mein Film der Woche, mein Mitbringsel ist King of New York von 1990 von Abel Ferrara. Und was hast du denn mitgebracht, Daniel? Ich habe auch aus dem Jahr 1990 einen Film mitgebracht, und zwar Nikita von Luc Besson, den ich im Übrigen letzte Woche als La Femme Nikita angekündigt habe, weil ich ihn ehrlicherweise auch genau unter dem Namen kenne. Ja, ja. Aber das offenkundig nicht einmal der französische Titel ist. So war mir aber auch. Ja, ne? Also als ich die Opening Credits sah, war ich doch ein bisschen verdutzt, dachte, aha, okay, vielleicht haben sie irgendwie die englische Verleihversion da genommen, also für das Master, aber nö. Ja, aber offenkundig haben sie den Film La Femme Nikita außerhalb von Frankreich genannt. Also auf jeden Fall. Auf jeden Fall hieß die kanadische Fernsehserie dann später auch nochmal so. Whatever. Und ich musste auch ganz ehrlich, und das kann ich gleich vorneweg sagen, mich einige Male wundern, weil ich glaube, in meinem Hirn habe ich das Remake Point of No Return auch ein paar Mal im Kopf gehabt und miteinander verwoben. Und mich gewundert, warum bestimmte Sachen so nicht vorkamen. Ja, ja. Mit Bridget Fonda von John Badham. Ja. Genau. Und Harvey Keitel und so. Und ich glaube, das habe ich tatsächlich häufiger gesehen als das Original, muss ich zugeben. Hm. Das Original mag ich aber lieber. Ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich finde, sie haben beide echt ihre Berechtigung. Es sind beides gute Filme. Also ich mag Point of No Return tatsächlich sehr, sehr gerne.
Und ich finde es ja auch irgendwie immer noch eine lustige kleine Anekdote, dass eben Luc Besson von Jean Reno in Nikita halt so angetan war, dass er ihm halt gleich Leon noch geschrieben hat. Und Quentin Tarantino so begeistert war von Harvey Keitel in Point of No Return, dass er ihn als Mr. Wolf in Pulp Fiction hat auftreten lassen. Tatsächlich? Ja, ja, er sagte mal in einem Interview, dass in seinem Headcanon quasi, dass dieselben Figuren sind. Also Victor aus Codename Nina und im Mr. Wolf. Okay, okay, okay. Was sich Tarantino so zwischen zwei Nasen Koks halt so einfallen lässt. Nein, aber der Koks doch nicht. Nein. Ich meine Güte, doch nicht in Hollywood. Nein. Also, Okay, das wusste ich doch nicht tatsächlich. Ich dachte einfach, er wäre ihm Gefallen schuldig, weil Harvey Keitel so der maßgebliche Faktor war, um die Kohle für Reservoir Dogs zusammenzukriegen. Und das wird der eigentliche Grund gewesen sein, ja. Aber ich war tatsächlich überrascht. Also ich hatte Nikita so weit vergessen oder verdrängt, also hat ihn einfach viele Jahre jetzt nicht gesehen, dass ich komplett vergessen habe, dass da Jean Reno gegen Ende des Films nochmal so seine 10 Minuten hat. Ich dachte, ach, hoppla, stimmt ja. Da ist er ja, der Victor. Genau. Ja, wobei er auch relativ groß aber angekündigt ist im Vorspann, so ist ja nicht. Ja, da muss ich vielleicht gerade das Auge geschlossen haben. Das Jahr ist 1990 und Luc Besson so fast auf der Höhe seines Erfolgs, er hat auch das Drehbuch hier zugeschrieben und die Hauptrollen spielen Anne Parillaud, Jackie Cario, da tue ich mich immer mit der Aussprache des Namens so ein bisschen schwer, Jean Moreau, Jean-Hugues Anglade, sage ich jetzt mal, und Jean Reno. So. Mhm. Um mal die namhaftesten. Genau, klingt gut. Dein Französisch ist so viel besser. Und über den Rest der Crew reden wir gleich, da habe ich noch irgendwie ein, zwei Anmerkungen zu. Die UFDB-Inhaltsangabe hat geschrieben, Platzhalter-Account, wer mag das wohl gewesen sein? Er oder sie schreibt, die Tat war brutal und brutal schlägt der Staat zurück. Nach einem Blutbad in einer Apotheke erhält die drogenabhängige Nikita lebenslänglich. Im Gefängnis wird sie überfallartig zu Tode gespritzt. Scheinbar. Denn als Nikita erwacht, stellt sie der mysteriöse Bob vor die Wahl. Entweder lässt sie sich zur Killerin im Dienst der Regierung ausbilden oder die nächste Spritze ist tödlich. Nikita entscheidet sich für das Leben. Unter neuer Identität mordet sie fortan präzise wie ein Roboter ihr unbekannte Menschen. Aha. Doch sie hat sich noch einen Rest von Gefühl und Wärme bewahrt. Punkt, Punkt, Punkt. Ich möchte jetzt nichts gegen Platzhalter-Accounts sagen. Vielleicht meinst du, die Inhaltsangabe war der Grund, warum er da rausgeflogen ist bei der UFDB. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Das ist genug. grundlegend ist es ja nicht mal falsch. Ich hatte halt schon so den Eindruck, dass der, wie soll ich sagen, der Kern des Films an einer etwas anderen Stelle liegt, als jetzt hier gerade zusammengefasst. Hm. Ich muss ja sagen, Nikita ist für mich tatsächlich ein ganz wichtiger Film. Ja. Ich sagte ja gerade eingangs, Point of No Return mag ich auch sehr, 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 sehr gerne. Er ist gefälliger alles in allem und bietet, glaube ich, ein bisschen mehr Action-Thriller-Abwechslung. Nikita ist sehr unbequem alles in allem. Was ich aber ganz, ganz toll finde. Ich finde, also Luc Besson hat einen ganz, ganz tollen Stil hier, rein visuell, aber auch was seine Erzähltechniken angeht. Und Anne Parillaud ist fantastisch in der Facettenreichheit, die sie eben einer Figur quasi ohne Geschichte, also weder vor noch nach noch während Geschichte, halt bietet, und das ist ganz faszinierend. Ich finde das halt unglaublich. Also jedes Mal, ich habe den bestimmt, keine Ahnung, 5-6 Mal gesehen, den Film, und bin jedes Mal wieder begeistert davon, aber eben auch durchaus ein bisschen unangenehm angefasst, weil, wie gesagt, ich sage, der Film ist unbequem. Er hat eben auch keine leichten Lösungen und auch keine leichten Erklärungen, zumindest aus meiner Sicht. Und er legt eben einfach so wenig Wert auf einen nachvollziehbaren oder auch nur logischen Plot, dass er eben sich wirklich rein aus seinen Szenerien und der Art und Weise, wie die Charaktere darauf reagieren, halt speist. Finde ich ganz, ganz, also hat mich immer schon fasziniert. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, und ja, ich weiß, der Werbeblock kommt später, aber die Story von Nikita ist durchaus etwas, was mich sehr beeinflusst hat in der Origin-Geschichte meiner eigenen Comicfigur Alina Fox. Da ist eine Menge drin verwurstelt worden, sagen wir mal so.
Okay, ach so, ich bin dran. Du bist jetzt dran. Ja, ja. Ich habe nicht so eine lange, ich habe nicht so eine lange Historie mit dem Film. Ich habe ihn einmal im Privatfernsehen gesehen oder in einem dritten Programm, ich weiß nicht mehr wo, in den 90ern und dann nicht mehr allzu häufig. Aber ich habe ihn in guter Erinnerung gehabt. Deswegen habe ich mich jetzt auch tatsächlich drauf gefreut und das ist, ich muss auch sagen, einer der wenigen Luc Besson-Filme, auf den wir uns wahrscheinlich einigen können, weil ich, also sein Schaffen steht bei mir, glaube ich, einfach nicht so hoch im Kurs wie bei dir, was jetzt aber auch mitnichten schlimm ist. Also es gibt tatsächlich auch zwei, drei Sachen von ihm, die ich durchaus mag. Aber ja, er hat sich für mich so spätestens in den Nullerjahren ein bisschen verloren. Aber davor, ja, doch. Wobei Valerian, den er vor ein paar Jahren gemacht hat, fand ich erstaunlich toll, ehrlich gesagt. Den habe ich auch sogar schon zweimal gesehen. Ich habe ihn immer noch nicht gesehen, zu meiner großen Schande. Aber ich habe ein großes Interesse daran, weil ich natürlich die Comics auch durchaus mag und natürlich lange schon kenne. Ich finde den großartig gescheitert, ehrlich gesagt. Also ich kann damit nichts anfangen. Er ist irgendwie so komplett sinnbefreit, wie auch dieser Film hier weitgehend. Aber so rein erzählerisch. Aber er ist rein ästhetisch doch sehr toll, muss ich sagen. Also ich sag mal, in den Nullerjahren und da, das ist ja nichts, das ist ja, wie soll ich sagen, so wahnsinnig viel geleistet hat Luc Besson ja in den Nullerjahren auch nicht wirklich mit ihm, außer dem gescheiterten Valerian und Lucy. Ja. Und ansonsten hat er sich halt hauptsächlich auf die Entwicklung von Arthur und die Minimoys halt irgendwie gestürzt. Und das brauchte ich halt einfach nicht. Muss aber sagen, Adèle Blanc-Seck, die Comic-Verfilmung fand ich auch sehr reizend. Ich mochte die sehr gerne. Ich fand die wirklich, wirklich knuffig. Hatte aber irgendwie das Gefühl, da channelte Besson seinen inneren Genet. Ja, ja. Aber ja. Ich mag Genet ja eben auch sehr, sehr gerne. Aber ich sag mal, die Frühwerke eben, ich hab an Subway so wenig Erinnerung, dass ich gar nicht mehr genau weiß, ob ich ihn jemals gesehen habe. Ich kenne dabei natürlich viele Ausschnitte und Bilder. Nikita ist toll, Leon ist toll. Ich mag das fünfte Element wahnsinnig gerne. Mhm. Und Angela oder Angel A, oder wie auch immer es ausgesprochen wird, steht immer noch ungesehen hier rum. Grundsätzlich muss ich aber eben wieder sagen, Luc Besson war halt in Anfang, Mitte der 90er, ja, sagen wir mal, glaube ich, mehr oder weniger in der gleichen Phase, wie die, über die wir so gerne reden, in der eben Tarantino unterwegs war und Linklater und wie sie alle hießen, glaube ich, ganz wichtig fürs europäische Kino. Und er hat natürlich einfach früher angefangen, eben schon in den 80ern und dabei eben diesen, also zumindest zeitweilig sehr kühlen Neon-Noir-Stil entwickelt, den ich ihm auch sehr, 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 sehr schätzte damals. Ich fand es immer ein bisschen irritierend, deswegen habe ich das auch nur so am Rande verfolgt, weil heißt, ich stecke da einfach nicht knietief drin in dem Thema, das zu beobachten, dass dieser Mini-Strömung im französischen Kino, die so Menschen wie Besson oder Leo Carax oder auch später Genet oder so mit vorantrieben, dieses sogenannte Cinéma de Luc, dass es eine eigene Begrifflichkeit bekam, einen eigenen Terminus, um das zu umschreiben, weil im Grunde ist für mich das ganze Cinéma de Luc Besson und dann noch irgendwie ein, zwei andere. Aber ich würde es jetzt nicht als etwas so Maßgebliches für die Filmhistorie und für die Kinohistorie sehen, betrachten, um dem irgendwie einen eigenen Namen zu verpassen. Für mich ist das ja einfach ein typischer Besson, ganz ehrlich, was die Ästhetik betrifft. Aber ich glaube nicht, dass der so ein Nachhall dessen, was er da so geschaffen hat, so wahnsinnig groß war für spätere Kinojahre, dass man sich immer noch darauf so berufen kann, wie jetzt auf den italienischen Neorealismus oder die Nouvelle Vague und dergleichen. Also vielleicht brauchte das vor allem das französische Kritikertum zu der Zeit ganz dringend. Wie wir alle wissen, die Filmwissenschaft stammt ja ursprünglich eben aus Frankreich und deswegen haben sie vielleicht gesagt, wir müssen mal wieder was aus der Taufe heben oder so? Naja, weil es ja auch eindeutig beeinflusst ist von vielen Stoffen aus den 70er und frühen 80er Jahren, über die wir hier schon gesprochen haben, mit prächtigen Farben und extravaganten Kamerapositionen, die nicht mehr klassisch Schuss gegen Schuss, sondern immer tatsächlich immer neue Blickwinkel auf das Geschehen finden. Ja. Und was hier tatsächlich drin ist, was ich sehr, sehr cool fand, also was auch tatsächlich so für mich einmalig scheint, zumindest im Kontext europäischer Film, ist halt diese extrem dynamische Kamera. Und ich habe extra nochmal nachgeschaut, wenn man zum Beispiel hier so ein Projekt sehen, also eine Kugel aus der quasi Perspektive der Kugel, wie sie auf ihr Opfer zurast, muss ich wirklich mal gucken, so auch im Hongkong-Kino nachgucken, ob das irgendwo schon mal gemacht wurde. Und ich konnte tatsächlich kein Beispiel dafür finden. Ich kann mir vorstellen, dass es gerade so im Anime-Manga-Bereich bestimmt irgendwie schon mal so auftritt. Aber ich glaube, so im europäischen Kino war das schon eine ziemlich heiße Nummer, was er hier gerade bei den Shootouts macht. Das war schon so, ich glaube, jenseits dessen, was schon Wu und Konsorten da drüben machten im Fernost, schon ziemlich cool. Also ja. Hier das, für unsere Breite. Das auf jeden Fall. Und gleichzeitig aber eben auch
nicht überkandidelt, hatte ich so das Gefühl. Ja, das, ja. Das, was im Besson dann später eben ausmachte, gerade natürlich ab dem fünften Element, ist eben, ja, ich sag einfach das Wort nochmal, sehr überkandidelt. Nochmal, ich mag das ja, durchaus, ja, aber Nikita ist dreckig und stylisch natürlich, aber gleichzeitig eben auch im Wert keine, das ist einfach keine sehr angenehme Welt. Ich möchte da eigentlich nicht rumlaufen. Mhm. Ja, also anders als der ein oder andere Film, den du gerade eben auch schon erwähnt hattest oder aus die Richtung, wo man sich halt grundlegend erstmal wohlfühlen könnte, wenn nicht irgendwelche komischen Sachen passieren. Die Welt von Nikita, da möchte ich gar nicht sein, ehrlicherweise. Es ist ein sehr unangenehmer Blick eben tatsächlich auf eben sowohl was halt, sagen wir mal hier diese Punk-Gang angeht, als dann aber eben auch das Gebäude, diese Untergrundbasis, ja, wie man es nennen möchte, ja. Also ich glaube, das Einzige, was wirklich schön ist in diesem Film, sind die Szenen in den Kanälen von Venedig. Ja, tatsächlich, die sind sehr hübsch. Wobei, die sind ja auch immer so gefärbt von dieser unheilschwangeren Vorahnung, was da noch kommt. Weil wir wissen ja natürlich, warum Bob ihnen dieses Ticket natürlich nach Venedig spendiert. Also Nikita und Marco. Weil wir als Zuschauer, also egal wie blöd wir sind immer noch schlauer als Nikita. Ja, nein, das ist mir auch das ein ums andere Mal aufgefallen. Also sie ist eine sehr effiziente Tötungsmaschine, aber sie ist nicht die allerhellste. Tatsächlich. Ja. Aber tatsächlich an Pariot wunderbar anzusehen. Tolle darstellerische Leistung, wie auch der ganze Cast hier wirklich gut ist. Aber sie haben jetzt, sagen wir mal, so charakterlich, psychologisch nicht viel, mit dem sie arbeiten können, was ja eben auch dieses sogenannte Cinema du Look auszeichnet. Und ich glaube, ehrlich gesagt, immer auch ein bisschen ihm negativ angehaftet wird. Mich stört das ja ehrlich gesagt gar nicht. Dieser klassische Vorwurf Style over Substance, der existiert für mich ja nicht. Also ich meine, klar, die Begrifflichkeit oder die Redewendung ist komplett legitim für mich, aber sie stört mich nicht. Also mich ist Stil oder Ästhetik sowieso im Zweifelsfalle wichtiger, als dass ich da rausgehe und mir sage, meine Güte, diese Figur, die ist ja wirklich also unglaublich packend. Und ich glaube gerade in so einem sehr, sehr konventionellen Genrestoff wie diesem, der wirklich auch einfach so plotseitig einfach nur aus Versatzstücken besteht, die wir schon aus tausend anderen Filmen und belletristischen Vorlagen kennen, da ist Style einfach das Allerwichtigste, sowas einfach gekonnt umzusetzen. Also das gilt ja auch für jeden, du hast ja gerade schon gesagt, das ist so eine Art moderner Noir oder Neo-Noir. Das gilt ja auch für die meisten Noir-Stoffe. Die guckt man ja auch aufgrund irgendwie des tollen Schattenspiels und der schauspielerischen Leistung und nicht, weil man sagt, oh ja, wow, ich will jetzt irgendwie storytechnisch da was bahnbrechend Neues sehen, weil das kriegt man in den allerseltensten Fällen. Ja. Und hier eben auch, also ist nichts Neues inhaltlich, ist aber toll gespielt und sieht vor allem fantastisch aus. Also ich bin immer noch hin und weg von den ersten 5 Minuten schon, wo du wirklich das Gefühl hast, jede Kameraperspektive ist interessant. Dieses klassische, was ich schon sagte, Schuss gegen Schuss, irgendwie in Dialogszenen, kommt eigentlich kaum vor. Dieses alles im blauem Neonlicht ersoffene Farbenspiel, also ganz großartig. Und dann eben aber auch so perfide Ideen, wie eben zum, also wenn man sich diese 4 Gestalten halt einfach mal anguckt und wie sie halt dargestellt sind, eben von ihren Klamotten her und wie sie aber eben auch spielen, der eine ist eben völlig drüber, der andere ist irgendwie aggressiv und der nächste verhält sich für den Allergeilsten. Aber allein die Tatsache, dass sie eben offenkundig das 5. Mitglied die ganze Zeit mitschleifen. Ich meine, die macht ja gar nichts, ne? Die ist die schon tot? Ist die, steht die unter Drogen? Was passiert mit der eigentlich? Ja, aber das ist eben auch so ein Bildmotiv, das ist total stark. Dass sie da eben diese Straße langlaufen, als würden sie irgendwie gerade zum Gunfight at OK Corral gehen oder was, nur um dann eine Apotheke auszurauben, aber sie ziehen halt die ganze Zeit diese schlaffe Person hinter sich her. Eine Apotheke, so, die zu allem Übel auch noch dem Vater eines der Gangmitglieder gehört. Richtig, ja. Und so, also es ist... Weil es ja nicht sadistisch genug ist, den armen Mann zu erschießen, das muss doch irgendwie durch irgendwie ein Kumpel seines eigenen Sohnes sein. Was unglaublich viel Charakterzeichnung ist, ehrlich gesagt, dafür, dass der Film später gar nicht mehr so groß an Charakterzeichnung interessiert ist. Also. Naja, ja und nein. Ich meine, es sind halt fast schon Abziehbildcharaktere, aber der Film gibt sich halt schon sehr viel Mühe, die zum Leben zu erwecken. Ja, klar. Ne, das halt schon. Weil ich meine, das Erste, was wir von Nikita halt mitbekommen, ist eben, dass sie eben offenkundig irgendwelche Drogen will. Und nicht viel tut, aber eben auch völlig Banane ist, ehrlicherweise, ne? Wie vor sich hin kichert und dann eben den Polizisten ins Gesicht schießt.
nicht sehr nett. Zu wissen, dass das eben die Figur ist, mit der wir uns jetzt maßgeblich auseinandersetzen sollen die nächsten 90 Minuten, ist natürlich auch so eine Sache. Und dann eben ihre von ganz ruhig auf total austillen innerhalb von Sekunden, auch sehr physisch wohlgemerkt, ne? Also wenn sie da eben aus dem Gericht gezogen und geschleift wird und all das, ich meine, das möchte ich gar nicht wissen, wie viele blaue Flecken an Parido da halt sehen durfte am Ende des Drehtages. Aber es ist eben alles sehr eindringlich. Also ich persönlich empfinde das schon fast physisch, weil es mich eben auch so, weil ich eben auch damit einfach so nicht rechne, wenn sie eben von jetzt auf gleich eben komplett die Persönlichkeit wechselt, ehrlicherweise. Wie viele Filme von Besson hat auch Nikita, obwohl er in der Realität, also auch in der Jetztzeit und einer mutmaßlich uns vertrauten Realität verhaftet ist oder angesiedelt ist, was ganz Märchenhaftes, finde ich. Also da sind tatsächlich viele Züge drin, viele Momente drin, in denen ich mir denke, hoppla, so wird das, so oder so ähnlich wird das doch nicht im echten Leben ablaufen. Will nicht heißen, dass sich das für mich nicht glaubhaft anfühlt oder wenig authentisch. So im Rahmen der Handlung, der Geschichte, die uns hier erzählt wird, ist das alles für mich nachvollziehbar. Aber es gibt doch immer wieder diese Momente, in denen ich mir denke, naja, sagen wir mal so, man nimmt sich kreative Freiheiten, um das größtmögliche Maß an Drama und Spannung aus jeder Szene rauszubringen. Und das ist etwas, glaube ich, also mutmaße ich jetzt einfach mal, über das viele Menschen auch stolpern und dann sagen, nee, ich schalte da ab, ich bin da irgendwie raus, weil mir das irgendwie auch nicht nachvollziehbar erscheint. Der erste Moment in diesem Film ist immer für mich derjenige, wenn eben sie ihren ersten Fluchtversuch wagt, eben aus diesem Trainingscamp, in dem sie dazu Profikillerin ausgebildet werden soll, was ja natürlich an sich schon eine absurde Prämisse ist. Ja, ja. Und ihr dann Bob, ihr Ausbilder und Mentor, ins Bein schießt und sagt, so, jetzt läufst du nicht mehr so schnell weg. Und ich mir denke, ja, das ist filmisch ein toller Moment. Ja, ja. Aber es ist natürlich komplett absurd. Du steckst da wahrscheinlich Millionen von Francs in die Ausbildung einer Profikillerin und all deine Ressourcen, die du hast. Und irgendwie bei erster Gelegenheit sagst du nicht, okay, Fußfessel wäre vielleicht eine gute Idee. Ach Quatsch, ich schieße einfach mal ins Bein. Ja, aber Bob ist so gut, dass er offenkundig nichts Gefährliches trifft. Ja, also ja das war, ich habe es mir auch schon geredet, ja. Nee, ist schon richtig. Ich meine, ich bin diesmal, und ich glaube, vorher bin ich da noch nie drüber gestolpert, weil ich meine, ich habe das halt immer so als jetzt glaube ich, als gegeben angenommen, dass sie jetzt da eben wirklich glaubt, eine Giftspritze zu bekommen. Ja. Verdientermaßen oder wie auch immer. So wird das ja mehr oder weniger halt präsentiert, darauf wollte ich hinaus. Aber drei Sätze vorher hören wir, dass sie lebenslänglich bekommt. Ja, richtig. Und denkst du bei mir, aber auch das ist natürlich filmisch wieder ganz, ganz fantastisch und sie ist toll in der Szene, dass sie eben nach ihrer Mutter weint und all das und eben wieder eine ganz andere Seite zeigt. Aber wäre es nicht wahrscheinlicher zu fragen, habe ich nicht hier gerade noch lebenslänglich bekommen, 30 Jahre und so, und warum jetzt hier die Giftspritze? Aber das hinterfragt sie ja gar nicht. Weil sie so renitent war vor Gericht. Vielleicht, wer weiß. Als kleine Strafe. Kommt sie doch die Todesstrafe. Gibt's ja. Doch nicht mehr, aber. Ja, nee, aber diesmal ist es mir auch aufgefallen. Ich würde das ihm, sagen wir mal, in die gleiche Richtung schieben wollen wie der Beinschuss, den du gerade erwähnt hattest. Aber das Fantastische ist so wunderbar an dem Film tatsächlich. Also das erhebt den Film auch so neben seiner Ästhetik für mich auf eine Ebene, die ja wirklich diesen Film auch besonders macht. Und ich mag Nikita eben wirklich sehr gern. Ich glaube, wenn er wirklich einer wie auch immer gearteten Realität, die näher ist an unserer, verhaftet wäre, auch dramaturgisch, was so seine Figurenzeichnung betrifft, ich glaube, es wäre ein uninteressanterer Film. Er sähe wahrscheinlich immer noch fantastisch aus, weil einfach Luc Besson und hier sein Kameramann Thierry Abogast, mit dem er ja auch viel zusammengearbeitet hat, das alles wunderbar in Szene setzen und wie gesagt, das auch alles toll gespielt ist, aber es wäre ein uninteressanterer Film. Und ich mag gerade diese etwas überzogenen Elemente. Deswegen auch Victors, also Jean Renaults Auftritt da kurz vor Schluss, der wirklich reinkommt wie die Kavallerie und einfach mal sagt, ich mache hier nochmal einen komplett neuen Film auf. Ja. Finde ich ganz toll tatsächlich. Das sind so für mich die Highlights. Oder Jeanne Moreau, eine der Ikonen der Nouvelle Vague, die einfach in diesen Film reingrätscht, von wegen, ich bin auch, also mit der ich ehrlich gesagt, als ich den Film, mittlerweile kann ich sie einordnen, als ich den Film das erste Mal so als Jugendlicher, da wusste ich gar nicht, wer sie war. Mittlerweile natürlich, Julie Jim ist einer meiner Lieblingsfilme, denke ich mir, oh, es ist die große Jeanne Moreau. Und es hat für mich eine ganz andere Wirkung, weil für mich da auch ein ganzes Stück einfach französische Kinogeschichte reingrätscht plötzlich. Ja, ja. In den Film. Natürlich, klar. Also und wenn dir Jeanne Moreau nicht zeigen kann, wie du als Frau Eindruck schindest, dann weiß ich auch nicht, ja. Ja.
Die sollte das wissen. Ist auch eine tolle Szene. Ist auch, ist interessanterweise, und wenn ich das nochmal ganz kurz vergleichen darf mit Anne Bancroft, die ja auch ganz toll ist in Point of No Return, habe ich aber das Gefühl, dass Jeanne Moreau ein viel, viel größeres Interesse daran hat, Nikita wirklich zu helfen. Mhm. Ich hatte so das Gefühl, Anne Bancrofts Rolle ist eher so ein bisschen, es ist halt ihr Job. Sie arbeitet halt mit dem, was sie zur Verfügung hat. Aber wenn eben Bridget Fonda eben nicht so funktioniert, wie es sein soll, na, dann hätte die vermutlich auch kein Problem damit, sie ans Schafott zu liefern. Jeanne Moreau wirkt anders. Ja. Sie wirkt verständnisvoller alles in allem. Nicht, also auch ein bisschen angewiderter alles in allem. Ich habe so richtig toll findet sie halt Nikitas Allüren halt gar nicht, oder? Mhm. Aber alles in allem sieht sie halt eher aus wie, sie wirkt halt eher so, als wäre das mit ihr auch passiert. Mhm. Und das finde ich halt ganz, ganz spannend. Also das ist halt einfach eine, viel zu tun hat sie ja nicht, aber die 5 Minuten, in denen sie drin sind, sind echt auch echte Highlights des Films. Was ja Luc Besson hier immer wieder und wieder macht, ist, dass er einfach Szenarien und Figuren hier reinwirft, von denen er, glaube ich, an der Stelle, und ich möchte aber sagen, in fast allen Fällen völlig korrekterweise überzeugt ist, sie werten das, was wir hier auf der Kinoleinwand und auf dem Bildschirm sehen, auf, weil es irgendwie Spannung erzeugt, weil es Drama erzeugt, weil es einfach lustig ist, weil es einfach audiovisuell überzeugt, wie auch immer. Und ehrlich gesagt, finde ich das einen sehr, sehr tollen Ansatz. Es hat für mich irgendwann so auch ein bisschen so seine Art des Kinomachens kaputt gemacht, weil es zu viel wurde und zu viel des Guten war und irgendwann so in so eine Art Nummernrevue ausartete, und ich bin schon bei, ehrlich gesagt, bei Das fünfte Element schon gar nicht mehr dabei so richtig. Aber ich finde, hier passt es wunderbar, dass er uns einfach hier auch mit Figuren überrascht, die im späteren Handlungsverlauf keine nennenswerte Rolle spielen und manchmal noch nicht mal mehr erwähnt werden, dass er hier Szenarien entwirft, die sich jeder schlüssigen Ratio irgendwie verweigern, wie zum Beispiel dieses Geburtstagsgeschenk, den zweiten Geburtstag, den wir sehen in dem Restaurant, wo dann hier Bob, ja, ihr Ausbilder, Nikita eine Waffe in die Hand drückt und sagt, so, übrigens, hier ist dein Auftrag, und das funktioniert doch alles überraschenderweise so. Also ist auch wieder so ein fantastisches Szenario, was so oder so ähnlich im wahren Leben niemals funktionieren würde, aber in dieser märchenhaften Erzählung, ja, funktioniert das alles so. Und es funktioniert aber eben auch ganz, ganz besonders halt einfach auch über an Parillos Gesicht. Ja. Weil also mich packt das so, dass ich die Glaubwürdigkeit des Ganzen nie in Frage stelle, wollte ich nur einen Satz noch beenden. Absolut. Würde ich auch sofort unterschreiben. Obwohl es absurd ist. Ja, aber gleichzeitig ist es natürlich auch es ist halt natürlich auch eine filmische Referenz, ne? Also auf der einen Seite natürlich die Perfidität, jetzt ihr im Prinzip dieses Geburtstagsgeschenk zu machen, und sie strahlt und ist glücklich und kriegt auch noch ein Geschenk und irgendwie so richtig angekommen, und Bob ist halt so wie der Einzige, der an sie glaubt und so, und dann will er aber irgendwann von ihr sowas Gemeines, und das ist halt überhaupt kein Geburtstagsgeschenk, sondern eben im Prinzip auch nur wieder so eine hinterfotzige Nummer, um sie zu testen, und all diese ganzen Sachen. Oh, ich fieber da so mit und leide so mit. Das eben wirklich vor allem über die Mimik und das Schauspiel von unserer Hauptdarstellerin und all das. Und dann aber natürlich auch der Pater. Ja. Ne? Im Restaurant praktisch jemanden abknallen, und nun gut, beim Paten geht Michael erst auf die Toilette und kommt mit der Knarre zurück. Diesmal soll sie quasi nach dem Mord auf die Toilette, und dann ist aber zugemauert, und es ist halt echt. Dann haben wir gleich danach noch diesen großartigen Shootout in der Küche und all das. Da sind halt einfach ein paar wirklich, wirklich tolle Konzepte drin in dieser 5-6 Minuten Szene. Ich meine, das Ding könnte ein Kurzfilm sein. Einfach nur diese kurze kleine Szene. Brauchst ein bisschen Kontext, und dann funktioniert die Szene mehr oder weniger für sich so wie sie ist. Tatsächlich, ja. Aber eben, ja, in dem Zusammenhang, wenn wir halt wissen, wie eben Nikita tatsächlich an den Punkt gekommen ist, an dem sie eben dann mittlerweile aussieht, wie sie aussieht, und welche Beziehung sie zu Bob hat und wie wichtig ihr es ist, dass ihr Geburtstag halt wahrgenommen wird und all diese ganzen Sachen, das kommt da zusammen. Und das ist halt, das macht das halt so dramatisch. Also ich muss sagen, wenn es darum geht, mit Nikita mitzufiebern, also mit der Figur, nicht mit dem Film, und mitzuleiden, da gerät schon so Luc Besson mit der Art und Weise, wie er hier seine Story aufbereitet, an seine Grenzen. Also so richtig bei ihr bin ich nicht. Ich wünsche ihr zwar doch im Zweifelsfall das Beste, auch wenn sie einem
Polizist ins Gesicht geschossen hat und auch irgendwie keine besonders helle, geschweige denn nette Persönlichkeit hat. Aber natürlich irgendwie nach diesem ganzen grausamen Ausbildung und nach dem, was sie dadurch leiden muss, hofft man natürlich doch, dass sie auch mal irgendwie so lichte Momente hat, einfach schöne Momente. Ja, genau. Dennoch schwierig für mich, da bei irgendwem so richtig mitzugehen, weil wir erfahren relativ wenig über sie. Das ist so, einerseits macht es sie interessant, andererseits auch so ein bisschen unnahbar. Und alle anderen um sie rum sind ja sehr, sehr verkürzt erzählte Figuren, genauso wie auch Handlungselemente sehr, sehr kurz verkürzt erzählt werden. Wir hören einfach nur, da ist ein Auftrag, da ist irgendwie so ein Baddie, den musst du jetzt umlegen. Die genauen Hintergründe, wen kümmert's? Der muss einfach sterben. Deswegen, also es wird nicht so aufbereitet, weil du ja gerade den ersten Paten und das Attentat hier auf den Polizeichef da referenziert hast. Es wird nicht so aufbereitet wie im Paten, wo wir einfach so, wo quasi dieser Handlungsstrang oder diese Tat des jungen Michael Al Pacino ja irgendwie schon so 30, 45, 60 Minuten vorbereitet wird, weil diese Figuren, die er dann tötet, auch immer wieder vorher aufschlagen. Wir wissen um ihre Bedeutung, auch für das Leben von Michael und seiner Familie. Und, und hier ist es einfach so, du hast was zu tun, mach das, so, zack. Das will sagen, so die Einzelmomente packen mich, aber ich gehe jetzt nicht aus dem Film raus und das ist, ich weiß nicht, ob das der Film am Ende überhaupt will und bin am Ende, wenn dann eben, Achtung, großer Spoiler, so am Ende sie diesem ganzen ihrer Tätigkeit als Profikillerin für wen auch immer, was auch immer für eine Organisation das ist, da entkommt, habe ich nicht so richtiges Gefühl der Erleichterung. Also sagen wir mal so, ich glaube, meine Empathie für Nikita ist größer. Okay. Das mag halt echt nochmal, also zum einen halt an der Scheiße liegen, die auf ihr aufgetürmt wird, zum anderen aber eben einfach an ihrem Schauspiel und auch du nanntest es von Renitent, an ihrer Renitenz, also ihrer anarchischen Ader, die sie ja sich im Übrigen bewahrt, aber das dazu gleich mehr. Ich meine, nichts, was du gesagt hast, ist falsch, überhaupt nicht, aber ich glaube, meine Bewertung ist eine etwas andere, weil ich eben tatsächlich das Gefühl habe, ich bin sehr dicht bei der Figur, ohne etwas von ihr zu wissen und ohne sie übertrieben zu mögen, wohlgemerkt. Aber es ist, ja, irgendwie leide ich halt tatsächlich ganz schön mit und das vielleicht auch eine der letzten Male, dass ich nochmal das Remake erwähne. Ich habe eben das Gefühl, dass Nikita eine traurige Figur ist. Im Gegensatz zu Bridget Fondas Nina. Mhm. Weil ich hab in dem Remake habe ich das Gefühl, die lebt darin auf. Die ist, es mag ihr vielleicht nicht gefallen und all das, aber grundsätzlich ist sie halt gut und brilliert halt in ihrem Job. Und Nikita ist gut in ihrem Job und das wissen wir, ich meine, offenkundig war sie schon vorher gut in ihrem Job, weil sie nimmt diese Pistole und schießt eben auf den Pappkameraden und ist besser als der Ausbilder gedacht hat. Und so. Ja, ja. Und all das, also von daher, das kann sie halt alles, aber sie zerbricht eben trotzdem daran und mich nimmt der Film halt da sehr, oder holt sie ja ab und nimmt eben mit dabei, wie sie eben tatsächlich daran zerbricht. Es sollte jetzt auch kein wirklich harter Kritikpunkt sein, aber für mich ist genau an solchen Stellen eben ein Bruch, weil sie hat durchaus destruktives Potenzial und irgendwie das Potenzial eben auch zur Profikillerin, was Bob ja anscheinend auch sofort in ihr sieht, beziehungsweise diese Regierungsorganisation, für die sie dann arbeiten muss. Erfährt man eigentlich wirklich, wer diese Leute sind? Nein, nicht wirklich. Und beweist das ja auch, dass sie eben genau unglaublich gut mit automatischen Feuerwaffen umgehen kann. Und dann wiederum kommen aber immer wieder so diese Momente, in denen sie ab Schwäche offenbart und leidet. Und das geht für mich nicht so richtig zusammen, wenn sie da sagt, Bob, ich habe Angst. Und er dann entgegnet ganz eiskalt, das Schlimmste ist vorbei. Und wir wissen eben ganz genau, das Schlimmste kommt erst noch wahrscheinlich. Oder ja, aber, kommt sie vermutlich noch. Aber ich finde es tatsächlich ganz spannend, dass sie eben zerbrechlich ist in emotionalen Momenten. Ja. Nicht wenn es darum geht, eben tatsächlich, guck mal, wenn sie in Venedig da das Gewehr, ist auch eine tolle Szene, das Gewehr zusammenbaut und auf ihren Einsatz wartet. Sie hat überhaupt kein Problem damit, auf diese Frau zu schießen, um die es dann letztendlich geht, wie sie dann erfährt. Aber sie hat ein ganz, ganz großes Problem, eben ihrem Freund Marco halt was vorspielen zu müssen, sie ihn belügen zu müssen, es geheim halten zu müssen. Wobei der Film das eben auch ganz, ganz toll löst. Diese, wie sie da eben auf dem Rand der Badewanne sitzt und dann dieses Sniper-Gewehr aus der Folgenwanne zieht und dann wieder auseinanderbaut und eben sehr gebrochen aussieht. Aber nicht, weil sie gerade einen Menschen umgebracht hat, sondern eben aus den emotionalen Gründen ihrer Beziehung. Und das finde ich halt durchaus eine Sache, die sich halt da durchzieht durch den Film. Wann immer sie eben
entweder jemanden enttäuschen muss oder von jemandem enttäuscht wird, also in beiden Fällen halt entweder Bob oder Marco, dann ist es etwas, was sie halt sehr belastet. Ja. Wenn sie halt professionell sein muss, dann halt nicht. Ausnahme ist dann tatsächlich die allerletzte Szene, aber ich glaube, die müssen wir wirklich gesondert betrachten, weil es ist ein anderer Film auf einmal, ja. Ich hatte den Film noch etwas anders in Erinnerung. Ich dachte, es gäbe noch mehr so eine Art Dreiecksbeziehung, Dreiecksgeschichte zwischen ihr, Bob und Marco, also Bob ihrem Ausbilder und Marco ihrem späteren Freund. Aber Bob ist relativ schnell raus aus der Nummer, naja, aus der Handlung halt, auch. Aber er kommt immer mal wieder und bringt Unruhe rein. Ne? Also, ja, aber es ist keine sexuelle Spannung in der Luft, wenn er dann als Onkel Bob da aufschlägt und ihr die Venedig-Tickets überreicht, dann merkt man einfach, im Grunde hat er auch damit abgeschlossen. Also da ist auch kein Interesse mehr seinerseits an ihr und ihrerseits an ihm auch nicht. Richtig. Das ist wohl wahr. Weil Nikita eben sehr, sehr große Loyalität hat zu Marco zu dem Zeitpunkt schon. Richtig, genau. Und aber auch das finde ich eben so sympathisch, ne? Weil erstens Jean-Hugues Anglade hat eben ist einfach eine sympathische Type in dem Film. Er spielt die klassische Frauenrolle, also was die typische Frauenrolle wäre in anderen Filmen, ging es eben um einen männlichen Killer. Ja, genau. Ja. Genau. Und aber er macht das halt super nett und super sympathisch. Ich mag ihn total gerne. und er ist halt so gut für Nikita in dem Moment. Und das Schöne ist eben, dass sie trotz eben all der Übungen mit Jeanne Moreau und all dem Umstyling und eben kompletten Umkehr ihrer Persönlichkeit im Rahmen ihres Trainings, aber bei Marco dann eben wieder deutlich mehr sie selbst sein kann. Bisschen durchgeknallt, ein bisschen impulsiv und weird und all das, aber eben deutlich fröhlicher, glücklicher, nicht ganz so selbstzerstörerisch, wie wir es halt in dem Vorspann haben, während sie dann, wenn sie dann noch in der Apotheke ist. Und das ist eben, das fühlt sich halt gut an. Ich sehe die beiden gerne zusammen. Denkst du bei mir, ich würde ihnen ein glücklicheres Leben wünschen und dann grätscht halt immer Bob dazwischen oder eben irgendein Anruf an Josephine. Ja. Was dann der Film eben macht, ist eben auch ganz spannend, weil sie wieder. Also ich meine, der Film macht das halt einige Male. Ich finde es aber eben tatsächlich nicht schlimm, dass er sich so wiederholt, weil er immer wieder zeigt, wie belastend es für Nikita ist, eben jetzt, oder zu dem Zeitpunkt dann Marie, ist jetzt eben wieder in die Agentenrolle zu schlüpfen. Aber dann wird halt der Schalter umgelegt und dann ist sie halt wieder professionell. Ja. Und zum Beispiel bei ihrem ersten Auftrag, wo sie da im Prinzip als Zimmermädchen verkleidet, einfach nur... ist auch ganz toll gemacht, das Programm. Ich sag's ja immer wieder, ich liebe es, Profis bei der Arbeit zuzugucken. Sie ist ein Impossible Ding, ne? Und wie die alle stehen, eben sich nicht bewegen, stundenlang warten, bis dann der Anruf an den Zimmerservice kommt und sie halt im Prinzip die gesamte Speisekarte da haben, um genau nach Plan dann eben die Sachen da aufs Tablett zu legen und eben zu präparieren. Es ist wundervoll, Gänsehaut. Ich finde das ganz, ganz toll. Ich liebe auch Spionagefilme. Also das ist tatsächlich auch so ein Moment, den ich sehr, sehr mag, wo sie dann einfach warten muss, dass ihr Kollege dann irgendwie dieses Tablett da vorbereitet und diese Tasse mit dem Abhörgerät da aktiviert und ach, das ist alles so toll. Und keiner sagt was, ja? Kein blöder, munterer Spruch, kein One-Liner oder sonst irgendwas, sondern wirklich einfach nur wie Profis am Werk. Und sie ist ja schon sehr aufgeregt, weil es dann jetzt eben losgeht, aber gleichzeitig ist sie dann eben auch wieder so beruhigt, beruhigt und enttäuscht gleichzeitig, dass sie gar nicht mehr zu tun hatte jetzt. Und das ist schon auch eine ganz faszinierende Facette. Dafür dann aber eben, wie gesagt, wenn sie dann eben auf ihrer Reise ist, eben mit Marco in Venedig, finde ich es halt auch mal gar nicht mehr komisch. Ja, quasi. Richtig. Ja, weil sie da auch vergessen hat, oder war so mein Eindruck, ich weiß auch nicht, ob es das Drehbuch ist oder einfach an Parios Spiel, hat sie überhaupt nicht damit gerechnet, mit der Eventualität, dass eben Bob, Onkel Bob, in Anführungszeichen, sie nach Venedig schicken könnte, um da einen Auftrag auszuführen. Ja, deswegen sage ich ja, sie ist nicht so clever wie wir, ja. Ja, es ist ja, muss man sagen, ihr erster Auftrag außerhalb dieser Ausbildungsperiode, der eine dieses Restaurantattentat ist ja noch quasi so das große, ist ja quasi die Abschlussprüfung, wenn man so will. Und dann wird sie ja quasi erstmal in die Freiheit entlassen. Trifft Bob, es gibt ein nettes Meet-Cute, das ist total süß auch. Und, trifft nicht Bob, sondern trifft Marco. Und Marco ist auch der total nette Typ, also der ist ja wirklich fast schon. Also in einem längeren, psychologisch investierteren Film wäre es, glaube ich, leicht gewesen, Marco irgendwie so eine Doppelbürdigkeit zu geben, weil er ist fast zu gut, um wahr zu sein.
Ja. Ich glaube, es wäre fast eine unglaubhafte Figur in jedem anderen Film. Aber dieser Film ist so leicht in diesen Momenten und so tatsächlich auch so euphorisch und von so einer Leichtigkeit und Freude geprägt, die auch offenbar Nikita aufgrund ihrer neuen Lebenssituation empfindet, dass wir einfach glauben, dass Marco einfach nur netter, richtig netter, liebevoller und loyaler Kerl ist. Und er ist nicht mal eifersüchtig auf Bob. Nee, überhaupt nicht. Ist eine wunderbare Type. Und er meint ja auch immer das Allerbeste für sie. Selbst in dem Moment, wo er rausfindet, was sie wirklich macht. Dass eben Nikita keine Krankenschwester ist, wie sie erzählt. Und er dann eben sagt, ich weiß alles über dich. Ich habe das schon im Krankenhaus nachgefragt. Was natürlich auch ein bisschen hinterfotzig ist. Aber es sei ihm in diesem Falle zugestanden, dass er hinterher spioniert. Er hatte ja einen guten Grund. Aber abgesehen davon, nee. Es ist einfach eine ehrliche Haut. Der gute Mann. Genau. Der Film ist auch in solchen Momenten, muss ich sagen, lustiger, als man so meint. Also wenn wir so mit dem Film reden, könnte man denken, er sei gänzlich humorbefreit, auch aufgrund des Themas einfach. Es gibt auch wirklich tatsächlich 3-4 Momente, wo ich lauthals lachen möchte. Dafür ist der Film jetzt nicht brachial komisch genug, aber er ist sehr amüsant hier. Und Oh ja, das ist er durchaus, ja. Und der Großteil davon liegt eben tatsächlich auf Jean-Hugues Anglades Schultern. Hm. Aber dann, gegen Ende sind sie ja dann mehr oder weniger alle wieder raus aus der Nummer. Ne? Ja. Denn eben Nikita kriegt halt einen richtig großen Auftrag, der eben über Monate vorbereitet wird und indem sie im Prinzip so eine Art Jim Phelps ist und ihr Team zusammenstellt und Informationen sammelt, bis dann eben alles vorbereitet ist. Und dann geht's schief. Hm. Auch übrigens, wo ich gerade schon wieder Jim Phelps sagte, noch so ein Mission Impossible-Moment, ne? Wenn ihr Teammitglied sich da schminkt als der Botschafter oder was auch immer ist, ja. Ja, sehr schön. Ja, ja. der kulturliebende Botschafter, auch sehr schön tatsächlich. Ein schöner Moment, sehr, sehr aufwendig tatsächlich dafür, dass sie ihn, also mein Eindruck war, die wollten ihn von Beginn an hinrichten, das war der Plan. Ja. Ja, und dann quasi ersetzen durch ihren eigenen Mann. Der sollte natürlich nicht getötet werden, wird er dann aber letztendlich, weil er sich eben mit Victor, also der von Jean Reno gespielten Figur, anlegt. Aber ich frage mich, warum die so ein Aufwand betrieben haben tatsächlich und die nicht einfach erschossen haben in dem Moment, in dem er diese Kunstgalerie, dieses Apartment da mit der Kunst betrifft. Tja, vielleicht jetzt filmisch zu uninteressant wäre. Ja, erstens das und keine Ahnung, vielleicht doch Gewissensbisse oder irgendwas in der Richtung. Mhm. Wer weiß es. Vielleicht wollten sie einfach cleverer sein und haben gedacht, die kommen ohne das aus. Ja. Wer weiß es. Aber nee, tun sie nicht und deswegen darf Victor auftauchen. Und das tut er. Und zwar ganz großartig. Es ist wirklich, also das, wenn er da mit seinem langen Mantel und den Koffern dann da im Hausflur steht, es ist ein wirklich großartiger filmischer Auftritt. Und Jean Reno war jeden Franc wert, den er da gekriegt hat. Es ist wirklich, das ist so toll. Es macht so einen Spaß, ihm dazu zu gucken. Ich mag seine ruppige Art tatsächlich. Also er ist ein Profi durch und durch. Das merkt man, wie die alle tatsächlich gut sind in dem, was sie tun. Wie gesagt, Nikita selber mag nicht die Allerhellste sein. Und ich mag jetzt auch nicht über die Intelligenz von Bob irgendwelche Mutmaßungen anstellen. Also keine Ahnung, wie die so im Privatleben sonst so sind. Aber sie sind alle wirklich gut in ihrem Job. Und wenn sie mal was verbocken, dann versuchen sie zumindest alles, um den Karren wieder aus dem Dreck zu ziehen. Also das mag ich tatsächlich auch. Ich mag es nicht, wenn Leute durch Inkompetenz glänzen, in dem sie eigentlich gut sein sollten. Das erwarte ich dann auch von solchen Filmen, dass wenn wir sowas hier sehen, wie jemand durch so einen Drill geht, um 1-2 Jahre zu einer Profikillerin ausgebildet zu werden, dass sie auch gut ist in dem, was sie tut. Mhm. Und ja, das ist sie ja doch, klar. Abgesehen von gelegentlichen Gefühlswallungen. Ja. Und so eben auch Jean Reno. Der ist, das ist ein großartiger Film. Also das hat dann wirklich fast schon so Peckinpah-Wu-Qualitäten, die letzten Shootouts. Tolle Szene mit Bloodsquibs, sehr, sehr modern inszenierte Action. Also ganz anders als das, was man, ich meine, wir sind ja alt genug, um uns daran zu erinnern, sonst so irgendwie Anfang der 90er im Kino sah, was irgendwie noch, weiß nicht, da wurde dann irgendwie jeder Stunt aus 3 verschiedenen Kameraperspektiven nochmal gezeigt und am besten in Zeitlupe. Natürlich. Und es ist sehr, sehr schnelle, sehr unmittelbare, sehr, sehr harte Action und das fand ich schon toll. Also weil man ja auch wirklich sagen muss, das, was so das Hongkong-Kino damals an Einflüssen so nach Hollywood schwappte, ein paar Jahre später, das war da eigentlich noch nicht angekommen in unseren Breiten, beziehungsweise die Filme noch gar nicht existent zu dem Zeitpunkt, aber es fühlt sich schon sehr, sehr davon beeinflusst an. Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist eben auch, der Film kommt eben auch aus, ohne eben, sagen wir mal, weiß ich, irgendwelche Verfolgungsjagden auf Autodächern oder sowas. Oder jemand, der am Hubschrauber hängt oder sonst was. Ja. Dafür
dafür haben wir aber eben zum Beispiel Jean Reno, der halt einfach mal ein paar Flaschen Säure über nicht ganz tote Leichen in der Badewanne kippt. Ja, das ist, oh, man sieht nichts, aber die Idee ist so widerlich. Das ist so schlimm. Ja. Und dann eben aber auch nochmal richtige Spannungsmomente, wenn eben Nikita sich selber verkleiden muss als Botschaftsangestellter, was auch immer der da ist. Auch das wieder sehr, sehr ganz, ganz großartig inszeniert, weil ich meine, sie hat eine echte Scheißmaskerade im Vergleich zu ihrem toten Kollegen. Aber irgendwie hat man halt, du hast ja schon gesagt, sie ist ja gut in ihrem Job und man hat so schon den Eindruck, das wird sie wohl schaffen, bis dann irgendwann der Köter reinkommt. Mhm. Aber bis dahin sieht das ja alles sehr, sehr gut aus. Ne? Und dann haben wir halt noch ein paar weitere Shootouts, weil Victor auch irgendwie durchdreht. Ja. Weil, ne, ich meine, die Figur, ich meine, ein paar Minuten vor Ende überhaupt erstmal auftaucht und dann aber eben einem das Gefühl gibt, er ist halt der Superprofi und er bringt den Job zu Ende und er räumt auf, wenn andere schlampen und all das. Und dann steht er da halt in dem Garten und schießt irgendwie 10 Wachen nieder, was eben auch nicht unbedingt super professionell auf mich wirkt, sondern eher ein bisschen psychopathisch. Deswegen engagiert man Jean Reno für solche Rollen tatsächlich. Ja. Deswegen auch gut nochmal deine Nennung von Harvey Keitel, egal ob jetzt die Geschichte dazu stimmt oder nicht. Ich nehme mal an, sie stimmt, aber das sind eben tatsächlich, also für solche, wenn eine Figur einfach nur 10 Minuten hat, um zu glänzen und eine komplette quasi Figurenzeichnung, einen kompletten Charakter entwickeln muss in so kurzer Zeit, noch dazu in einem Kontext, der, wo es einfach extrem wichtig ist, einfach für das Voranschreiten der Handlung, was der gerade tut, also einfach gar keine Zeit bleibt, um innezuhalten und zu sagen, wir erklären dir jetzt mal die Figur, liebe Zuschauerin, lieber Zuschauer, dann engagierst du einfach Leute, bei denen du einfach, denen du ins Gesicht guckst und weißt, woran du bist. Und da bist du eben gut beraten mit einem Jean Reno oder Harvey Keitel in solchen Rollen. In der Tat. Ja, das ist schon toll, gefiel mir auch sehr gut. Ich muss so einen Kritikpunkt loswerden an dem Film, den ich wirklich mag und ich glaube, das habe ich jetzt auch 38 Mal gesagt. Ich habe damals schon geschimpft, als wir über GoldenEye sprachen, über den Score von Eric Serra. Ich finde seine Art der Komposition ganz, ganz schrecklich. Und es gab mehrere Momente, in denen mich einfach seine musikalische Begleitung komplett rausgerissen hat. Insbesondere in den Szenen zwischen Anne Parillaud und Jean Moreau. Dieses synthige Dudel mag ich einfach nicht. Ich meine, bei GoldenEye fiel mir die Kritik leichter, weil da war er extrem in die Kritik geraten für das, was er getan hat mit dem alten Bond-Theme und einfach sehr, sehr gebumsviertelt hat mit seinen Synthis, wo einfach ein klassischer, spannungsgetriebener orchestraler Score besser gewesen wäre. Mhm. Aber hier ist mir das alles zu sehr im Vordergrund, die Musik. Und auch leise Szenen können nicht wirklich atmen, weil Eric Serras Score irgendwie zu oft alles zukleistert musikalisch. Also wie gesagt, das ist nur mein Empfinden. Mhm. Ich finde, mir hat tatsächlich seine Musik in das fünfte Element ganz gut gefallen. Da passt die aber rein, weil der ganze Film eine leicht hysterische Note hat. Oder eine sehr hysterische Note hat. Aber hier wäre ein bisschen weniger mehr gewesen, um es mal ganz diplomatisch zu formulieren, nach meinem Geschmack. Finde ich völlig legitim. Mir gefällt der Score ganz gut. Mhm. Ich mag Eric Serra tatsächlich meistens ganz gerne. Er macht nicht viel anderes, außer für Luc Besson, habe ich festgestellt. Das ist absolut richtig. Aber dann deine Einschätzung zu GoldenEye teile ich, wie wir, glaube ich, auch damals schon besprochen hatten. Hier ist es halt, ich glaube einfach durch den Anfang. Ne, dieser Neon, wie hast du es vorhin genannt, blau getünchte Prolog, da passt die Musik einfach so wahnsinnig gut. Es ist eben so, es ist eigentlich habe ich immer eher angenommen, oder hätte ich immer eher angenommen, dass Nikita so von vielleicht 86, 87 ist dadurch. Ja, ja, ne? Ja. Rein optisch und eben auch auf der Audio-Ebene. Aber sagen wir, natürlich auch die von dir schon erwähnten Hongkong-Einflüsse vielleicht wäre sehr früh, muss man sagen. Ja, aber warum nicht, wenn Luc Besson da halt schon frühzeitig Interesse dran gezeigt hätte oder so. Man weiß es nicht. Aber wie gesagt, also ich mag die Musik von Eric Serra tatsächlich ganz gerne, aber ich finde es völlig legitim, wenn nicht. Also habe ich jetzt keinen größeren Einwand. Ich finde es ein bisschen, also wenn ich einen Kritikpunkt äußern darf, ich finde es, auf der einen Seite finde ich das ganz gut, wie der Film seine Sache löst, nämlich dass eben Nikita einfach verschwindet und man weiß nicht so genau, wo sie ihr Leben weiterführt. Wird sie vielleicht irgendwie, keine Ahnung,
private Auftragskillerin oder was oder fängt sie ganz woanders neu an oder wer weiß es, keine Ahnung. Ich finde es tatsächlich ein bisschen schade, dass der Film aber eben nicht mit Nikita endet, sondern eben praktisch mit den beiden männlichen Figuren, die eigentlich nur um sie rumdrifteten den ganzen Film über. Weil wir sind so eng tatsächlich an ihr dran, ja, dass wir eigentlich die männliche Perspektive auf sie gegen Ende nicht so dringend brauchen. Ich meine, wir verstehen natürlich, und das hat ja schon ein bisschen was Lyrisches, wir verstehen halt nochmal, wie wichtig eben sie und ihre Beziehung für Marco war. Ich finde es tatsächlich ganz putzig nochmal, dass er sagt, dass er den Brief, ihren Brief an Bob zerrissen hat. Also offenkundig doch ein bisschen eifersüchtig. Und so. Und also er hat halt nochmal ein paar nette Momente, und dass Bob eben offenkundig doch auch ein persönliches Interesse an Nikita hat, ob es jetzt romantisch geprägt ist oder eben auf einer professionellen Ebene, wer weiß es. Es ist nett, es ist eine nette Szene tatsächlich, aber ich hätte mir gewünscht, dass wir dann vielleicht denn doch nochmal was anderes gehabt hätten als echten Abschluss. Interessant, ja. Interessant. Ich habe tatsächlich das Ende als sehr gelungen wahrgenommen, gerade weil es durch die Tatsache, dass wir Nikita nicht nochmal sehen, so eine Finalität hat, die mir sehr gut gefallen hat. Ich meine, ich hätte jetzt auch prinzipiell, jetzt reden wir wieder von einem Film, den es nicht gibt, nichts dagegen gehabt, sie irgendwo auf einer Junke sitzen zu sehen in den Philippinen, und sie segelt in den Sonnenuntergang und wir wissen nicht, wo und worin ihr Schicksal liegt, wäre auch nett gewesen. Aber durch die Tatsache, dass wir sie eben wirklich nicht mehr sehen, finde ich, ist eben auch diese Geschichte für mich so beendet und endet nicht in dem Sinne, Fortsetzung folgt. Ja, klar. Wir sehen uns wieder im Sequel zu diesem Film, falls dieser Film erfolgreich sein sollte. Das es ja nie gab, aber dann doch irgendwie doch, weil es gibt so viele Remakes und Serienadaptionen von diesem Stoff, dass es ja doch irgendwie quasi ein Sequel gab. Wobei eben nie eins wirklich mit Anne Parillaud und Jean-Hugues Anglade oder so. Ja, oder Jackie Carriot, genau. Ja gut, Jackie Carriot wird wahrscheinlich eher noch in ihrem Leben nochmal aufschlagen als Marco. Vermutlich, ja. Ja, natürlich. Das meinte ich ja auch. Ich find's schon gut, wie es gelöst ist. Aber ich finde es halt gleichzeitig irgendwie so schade, dass eben wir der männliche Blick auf unsere weibliche Hauptdarstellerin total am Ende bestehen bleibt. Ich habe das Gefühl, sie hat sich von der Beeinflussung der Männer in ihrem Leben eigentlich freigeschwommen am Ende, und das hätte so nicht sein brauchen. Unter dem Gesichtspunkt ist seine Kritik natürlich vollkommen berechtigt. Das sehe ich dann auch als Defizit, ja. Wie gesagt, ich habe es eher auf so einer Metaebene positiv eingeschätzt, im Sinne von, aha, da wagt sich jemand, also Luc Besson auch als Autor, an ein wirkliches Ende. Ende. So, wir geben dir gar nichts mehr. Wir geben dir nichts, was dir irgendwie Hoffnung macht auf die nächste in ihrem Kino, Nikita 2, die Rückkehr. Das hat mir dann schon ganz gut gefallen. So gesehen total. Gefällt mir besser als dieser mittlerweile sehr, sehr geläufige Opportunismus einer jeden Mainstream-Produktion, die endet mit, naja, vielleicht ist der Killer wirklich tot, wir werden sehen. Mal gucken, wie erfolgreich dieser Film ist. Also. Ja, absolut. Gebe dir recht. Gutes Ding. Sehr, sehr guter Film von einem, glaube ich, nicht so guten Menschen, aber über die Causa Luc Besson müssen wir hier nicht reden. So. Das ist Wir reden gleich noch über King of New York. Aber natürlich ist, nachdem wir über Alina Fox geredet haben. Alina Fox, wer ist das denn da? Alina Fox ist meine Comicfigur. Ich habe sie vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, wenn man gut zugehört hat. Die kann man nämlich besuchen auf alinafox.de. Und da gibt es verschiedene Comichefte von mir, die man allesamt bestellen kann. Dazu auch noch ein paar Hörspiele, die allesamt meiner Meinung nach sehr gelungen sind. Und da mache ich gerne Zeichnungen zu und mache meine Unterschrift drauf, wenn man sie dann bestellt. Und ich freue mich halt immer sehr, wenn man mich unterstützt dadurch, also durch eine Bestellung halt. Ne? Ich hab ja schon gesagt, also Nikita ist halt durchaus so ein Stoff, der eben halt in meine Stories gewandert ist. Die Neuauflage des Heftes Nummer 1, was ehrlicherweise eigentlich Heft Nummer 6 ist, aber sei es drum,
hat einige Anleihen, die ein wacher Zuschauer vielleicht wiedererkennen könnte. Auch Heft Nummer 1,5, das es noch gibt. Heft Nummer 0 ist leider ausverkauft. Da ist auch noch ein bisschen was drin und so. Also so ein paar Nikita-Anleihen sind drin. Ich habe auch schon überlegt, ob ich noch ein paar mehr reinbringe. Irgendwie fände ich es ja doch mal ganz lustig, auf diese Themen zurückzugehen. Aber ich habe nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit. Ich habe mir vorgenommen, 25 Hefte soll es geben und da muss ich irgendwann mal hinkommen. Viel Erfolg dabei. Toi, toi, toi. Vielen Dank. Unterstützt bitte Daniel in seiner Kunst und unterstützt gerne das Bahnhofskino unter patreon.com/Bahnhofskino. Schon für 2 Euro im Monat kriegt man eine ganze Menge und für 4 Euro im Monat ein bisschen mehr. Unter anderem eine Bonusfolge einmal im Monat. Zugang zu unserem Discord-Server, wo man wo mittlerweile so die Gesprächsfrequenz wächst, ein bisschen Leben reinkommt, wird immer besser. Und man kann natürlich jede Bahnhofskino-Folge eine Woche vorab hören. Das ist natürlich auch ganz toll. Also alles für eine kleine monatliche Spende im Gegenwert eines Kaffees im Pappbecher. Meine Güte. Aus dem Backshop nebenan. Und des Weiteren, ich möchte dich wieder im Nachhinein hören, ich habe nichts gesagt, kann man jetzt mein Buch Trauma TV Grusel vor der Glotze auch vorbestellen. Erscheint Ende Mai. Ansonsten muss man eben warten auf den Sommer, wenn es dann irgendwann auch im Handel erhältlich ist. Aber ihr fördert meine kreativen Outlets, wie nennt man das so? Meine Kunst. Ergüsse? Ich nenne es jetzt mal Kunst oder meinetwegen ja auch kreativen Ergüsse. Indem es direkt bei mir bestellt. Könnt ihr auch auf bahnhofskino.com machen. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und ich würde es sehr empfehlen. Ja, danke schön. Ich freue mich jetzt sehr, dass wir über King of New York sprechen und damit schon zum zweiten Mal innerhalb einer relativ kurzen Zeit über einen Film von Abel Ferrara, den wir in all den Jahren Bahnhofskino ein bisschen vernachlässigt haben. Ich habe ja vor einigen Monaten mit dem lieben Dominik über MS-45 gesprochen und damit auch schon ein bisschen Abbitte geleistet dafür, dass wir eben Ferrara ein bisschen haben links liegen lassen, ein paar Jahre, und jetzt King of New York eben. Viele behaupten, sein bester Film, vielleicht auch sein bekanntester Film, zumindest einer seiner bekanntesten Filme, er hat ja tatsächlich auch noch so ein paar, zwei andere Sachen auf der Liste, die es vielleicht auch irgendwann nochmal abzuarbeiten, wollte ich sagen, zu rezensieren gilt. Also Bad Lieutenant würde ich halt wahnsinnig gerne. Unglaublich gerne. Bad Lieutenant und Driller Killer muss irgendwann noch sein. Und da gibt es noch andere wunderschöne Sachen, ehrlich gesagt. Also er ist immer interessant, möchte ich mal sagen. Also einer der Regisseure, die selbst, finde ich, bei Stoffen, bei denen ich sage, naja, das ist jetzt nur so halb gelungen, immer mit dem Gefühl rausgehe, er hat es zumindest versucht. Er hat einfach eine Attitüde, die ist rotzfrech, er ist ein großer Stilist, er kann, glaube ich, einfach gut Geschichten erzählen, und ich mag vor allem immer die Ensembles, die er so um sich schart, diese New Yorker Clique von Schauspielerinnen und Schauspielern, mit denen er oft auch wiederholt arbeitet und die einfach immer unglaublich glaubwürdig und treffsicher gecastet sind. Ich bin ein großer Fan von ihm. Und hier ist ja wirklich eine unglaubliche Riege an Leuten dabei. Teilweise in 3 Sekunden Auftritten. Ja. Und so, ja. Aber oh, das sitzt, das Ding. Das ist wirklich unglaublich. Das ist wirklich ziemlich unglaublich. Also wenn man sich den Vorspann so anguckt, muss man sich immer wieder daran zurückerinnern, das war 1990, die kannte man hier und da noch gar nicht so sehr. Aber wenn man das so liest, Christopher Walken, Lawrence Fishburne, David Caruso, Wesley Snipes, Steve Buscemi, Giancarlo Esposito, also große Namen aus Film und Fernsehen, die damals, ja, ich möchte nicht sagen, sie waren ja nicht niemande. Jemand wie Giancarlo Esposito hat eben auch schon hier mit Spike Lee Do the Right Thing gemacht und war sich trotzdem nicht zu schade, hier für einen Auftritt von einer Minute einfach mal hier aufzuschlagen. Genau. Oder aber auch so in den ganz, ganz kleinen Mini-Rollen. Harold Perrineau. Ja. Zum Beispiel, den ich halt immer wahnsinnig gerne sehe, seit hier Baz Luhrmanns Romeo und Juliet. Später Lost und Boss, ja. Genau. Ich habe mir Erika Gimpel. Ich musste nachgucken, wie sie heißt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich dachte so bei mir, Moment mal kurz. Das Gesicht kenne ich aus Fame. Läuft einmal kurz durchs Bild. Hat laut Abspann einen Namen, also einen Rollennamen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man den Namen kennt, aber wie gesagt, ich dachte so bei mir, Moment mal, die kenne ich aus Fame. Und es ist tatsächlich. Und so, also von daher ist schon toll, was er hier auffährt. Ja. Ja. Theresa Randall, die ich auch ganz toll fand, zum Beispiel in schon wieder einem Spike Lee-Film Malcolm X, auch hier in der, muss man sagen, fast Wegwerfrolle als eine der vielen gespielten Freundinnen von hier Frank White, die Figur, die Christopher Walken spielt, aber wirklich durch die Bank
hervorragend besetzt. Das Jahr ist 1990, der Regisseur ist Abel Ferrara, geschrieben hat das Drehbuch Nicholas St. John und die UFDB-Inhaltsangabe hat wiederum geschrieben, Platzhalter-Account, vielleicht der gleiche, ich weiß es nicht, vielleicht ein anderer Platzhalter-Account. Ja, Herr oder Frau Platzhalter-Account schreibt, Frank White will aus der Bronx nach oben und zwar nach ganz oben. Mit äußerster Brutalität reißt er den Drogenmarkt an sich und seine schwarze Gang. Angeführt von seinem Bodyguard Jimmy Jump, schießt ihm dabei den Weg frei. Bald bewegt sich Frank in den oberen Gesellschaftsschichten genauso sicher wie in den dunkelsten Hinterzimmern. Er ist seiner schönen Anwältin Jennifer ein fantasievoller Liebhaber. Und ja, spielt das so eine Rolle? Ich vermute, hat sie... Nee, es hat ihn vermutlich, also hat der Platzhalter-Account vermutlich sehr angemacht, die Nummer da in der U-Bahn, wer weiß. Er ist seiner schönen Anwältin, Jennifer, ein fantasievoller Liebhaber. Das ist so ein Satz, den möchte man eigentlich einrahmen lassen. Oder an die Wand hängen. Direkt neben Live, Love, genau. Ja. Live, Love, wie heißt das Ding? Love, genau, ja. Eat, Pray, Love, dachte ich, heißt es. Auch das, ja. Ja. Und im nächsten Moment wieder der eiskalte Killer, der seine Widersacher Kunze hat, abknallt. Er ist der King of New York. Großartig. Oh ja, vielen Dank. Ach, das war schön. Im Grunde erübrigt sich jetzt jede Form der Rezension. Das könnte man alles so stehen lassen. Ja, genau. Ja. Nee, war schön mit euch. Wir hören uns nächste Woche. Ja, Frank White kommt aus dem Knast. Die Inhaltsangabe, finde ich, liest sich ein bisschen so, als sei er vorher ein Niemand. Aber er ist ja bereits eine Gangsterlegende in dem Moment, wo er wieder aus dem Knast kommt. Also er muss sich nicht das hocharbeiten, er ist bereits jemand. Und die Leute, die ihm eben mittlerweile so sein Geschäft streitig gemacht haben in den Jahren, die er im Knast saß, die lässt es einfach umnieten. Ja, oder macht das selber nötigenfalls, ja. Weil Frank White eben auch ein jemand ist, der sich eben nicht zu schade ist, die eigenen Hände schmutzig zu machen. Ja. Das ist, ja. Ich wollte gerade sagen, guter Typ, aber eher weniger. Er ist ein großartiger Schurke, aber er ist durchaus ein Schurke, genau wie Nikita. Und da ist vielleicht auch ein bisschen inhaltlicher Brückenschlag, abgesehen davon, dass die Filme eben bei dem Jahr 1990 produziert wurden, beziehungsweise 1990 ins Kino kam. Er ist eben auch jemand, mit dem man mitfiebern kann. Ich möchte nicht sagen, jetzt große Empathie fühlt oder sagt hier, Frank White, bist eigentlich heimlich ein Guter und ich will eigentlich nur das Beste für dich. Aber ich schlag mich genau wie im Fall hier von Anne Parillaud als Nikita sehr schnell auf seine Seite, obwohl mir das Drehbuch immer wieder zeigt, dass es gar nicht so eine gute Idee ist. Ja. Weil er ist ja schon ein skrupelloser Haifisch. Oh ja, oh ja. Aber er ist umgeben von Leuten, die fast noch schlimmer sind. Ja, ja, durchaus. Da sind wir eigentlich schon fast am Ende des Films. Also all das, was Frank White dann gegen Ende halt hier Lieutenant Bishop sagt, ist ja nicht grundlegend falsch. Er hat eben Leute beseitigt, die eben unter Umständen halt noch schlimmer sind als er und eben nicht mal ein Krankenhaus bauen wollen. Aber, aber das macht ihn ja noch nicht wirklich besser, ganz im Gegenteil. Ich meine, der Typ ist ein absoluter Psycho. Und es hilft natürlich, jemanden wie Christopher Walken dafür zu haben. Ja. Ich sag's ja immer wieder, Christopher Walken ist ja ein durchaus ansehnlicher Mann. Wenn er nicht eben so eine seltsame Frisur hätte und so unglaublich kalte Augen. Ja. Niemand kann so psychopathisch gucken wie Christopher Walken. Unglaublich, wie der halt mit winzigsten Mimikregungen Mundwinkel zucken, während aber eben seine Augen sich angucken, als ob er sich gerade ausrechnet, welchen Teil er von dir zuerst isst. das ist kalte Schauer. Ja. Rauf und runter. Es ist schon echt ganz, ganz, ganz faszinierend. Und wenn er dann eben, ja, wir wissen alle, er ist ausgebildeter Tänzer und so. Und wenn er dann eben anfängt, eben irgendwelche Moves halt da hinzulegen, dann wirkt das halt noch um Klassen creepier irgendwie. Ja, wenn man wie denkt, wie meine Person, was ist denn jetzt mit dir los? Bei allen anderen Menschen dieser Erde würde man sagen, oh, der hat Spaß, der tanzt jetzt ein bisschen. Ja. Hier denkt man, Gottes Willen. Hast du seine Tabletten genommen? Es,
Es ist, mich hat immer so ein bisschen irritiert in späteren Jahren, dass eben Christopher Walken plötzlich spätestens ab den Nullerjahren eine sehr viel andere Art von Rollen spielte und plötzlich sehr viel warmherzigere Figuren und auch als so etablierter Character-Actor der alten Garde auch wieder so angesehen wurde. Es ist ja tatsächlich so, seine Karriere hat einen ganz merkwürdigen Verlauf genommen. Er hat relativ früh sehr, sehr große Rollen gespielt, nicht zuletzt in Deer Hunter, wofür er ja auch einen Oscar bekommen hat, und ist dann sehr, sehr eindeutig so Genre-Stoffe und Schurkenrollen abgedriftet, womit ich ihn immer assoziiert habe. Klar, es gibt Ausnahmen wie The Dead Zone, wo er eben hier den Lehrer spielt, aber selbst als Lehrer, also als ans Bett gefesselter Lehrer nach einem schweren Autounfall, ist er immer so ein bisschen unangenehm, immer so ein bisschen creepy, immer so ein bisschen, steht er so ein bisschen neben sich. Also keine Figur, an die man gerne nah ranrücken will. Und ansonsten immer sehr, sehr kalte, sehr, sehr hassenswerte Figuren auch in vielen, vielen Fällen. Und dann in späteren Jahren. Oder zumindest ambivalente, denk mal an Heaven's Gate. Absolut. Ja, ja, klar, das war noch ein bisschen früher. Aber ich glaube, da war er eher noch so im Star-Modus. Vielleicht kriege ich so auf konventionellem Wege eine große Kino- oder Hollywood-Karriere hin. Und ich weiß nicht, ob er selber auf den Trichter kam oder sein Management, die ihm gesagt haben, weißt du, du hast einfach ein Gesicht, das ist wunderbar, aber es ist nicht wunderbar für, du wirst niemals so ein klassischer Leading Man. Und ich fand ja ganz wunderbar so seine Schaffensphase, in der er genau sowas gemacht hat wie King of New York. Eben so ein bisschen dreckige Genrestoffe, kleinbudgetiert, wo er den Schurken spielte, wo er eben Figuren spielte, die eben so ein bisschen sinister waren, die man schwer einschätzen konnte, die schwer greifbar waren, immer so ein bisschen kühl und distanziert, die eruptive Gewalt zeigten. Also genau das King of New York, das ist der Christopher Walken, mit dem ich aufgewachsen bin. Deswegen hat es mich so in späteren Jahren immer ein bisschen, ich möchte nicht sagen geärgert, aber ein bisschen irritiert, dass er plötzlich wieder diese prestigeträchtigen Rollen spielt und plötzlich einen Steven Spielberg-Film aufschlug. Das hier ist genau, das hier ist genau mein Christopher, ja, das ist genau mein Christopher Walken hier. Und ich glaube, vielleicht sogar meine allerliebste Rolle seinerseits, wobei er viele, viele tolle Sachen gemacht hat. Und The Dead Zone liebe ich über alles, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, und er hat viele tolle Sachen gemacht. Aber ich glaube, das hier ist seine beste Rolle. Es ist nicht sein bester Film, aber es ist seine beste Rolle. Ich finde ihn einfach großartig hier. Großartig. Und gerade diese Tanzszene ist ein Traum. Ich bin da, glaube ich, ein bisschen belastet, aber ich glaube, für mich wird er immer Max Schreck sein, aber gut. Ist auch eine wunderbare Rolle, aber es ist keine Hauptrolle. Ich meine, er ist großartig in Pulp Fiction. Er ist großartig in True Romance, aber das sind keine Hauptrollen. Das sind ja irgendwie großartige Szenen oder Momente. Stimmt schon. Ich meine, er muss den Film tragen, aber muss man auch ganz ehrlich sagen, da ihm halt Leute wie Lawrence Fishburne und sogar David Caruso ohne Sonnenbrille quasi zur Seite stehen, ist es natürlich auch, ich weiß nicht, ob es leichter ist. Ja. Weil sie hätten auch alle gegeneinander anspielen können, tun sie aber nicht, sondern sie spielen alle davor und miteinander. Aber ja, letztendlich muss er trotzdem den gesamten Film schultern, und das ist ja auch nicht das Allereinfachste. Ja. Nö, es ist das Allereinfachste. Caruso ist toll hier, muss ich sagen. Ich bin mittlerweile so genervt von ihm. Also nicht nur durch seine Persönlichkeit, die schwierig sein soll nach allem, was man so hört, sondern eben auch von dem Look, den er da kultiviert hat. Du hast ja bereits angesprochen in CSI Miami. Also David Caruso mit stoischem Gesichtsausdruck und der Sonnenbrille. Ich mag es einfach nicht mehr sehen. Aber hier ist er wirklich gut. Er ist auch nervtötend hier, aber auf eine Art und Weise, die wirklich gut in diesem Film passt, als irischer Kopf. Ich finde sowieso immer dieses Rumreiten auf der irischen Herkunft in Filmen, in Hollywood-Filmen, die New York spielen, vor allem solche aus den 80er, 90er Jahren, immer sehr, sehr anstrengend tatsächlich. Weil ich immer denke, worauf seid ihr eigentlich verdammt doch mal so stolz? Dass ihr rote Haare habt, dass ihr saufen könnt wie Löcher. Also das ist so, diese irische Cops in Hollywood-Filmen sind irgendwie immer so, ich weiß nicht, ob ich die, selbst in Szenen, die eindeutig sie in einem positiven Licht zeichnen sollen, denke ich immer so, ja, weißt du, ist nicht so, dass ihr wahnsinnig viel geleistet habt. Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin großer Irland-Fan, aber bin kein großer Fan der Iren in der New Yorker Ostküste, möchte ich sagen. Aber es ist keine Ahnung. US-amerikanischen Ostküste. Natürlich. Aber es ist eben, wenn es nicht die Iren sind, sind es halt die Italiener. Die kochen wenigstens lecker. Hört uns wieder nächste Woche. Entschuldigung, wenn ich hier so bösartig bin. Ja, ich wollte sagen, ich fand es tatsächlich etwas eigenartig, dass Wesley Snipes Tommy Flanagan heißt. Ich dachte auch, das ist vielleicht einfach ein Scherz. Ja. Seines Ferrara oder seines Autos, Nicholas James St. John, aber ja, naja. Wer weiß.
Sagen wir mal, ja, so richtig viel geben sie ihm ja nicht, aber das, was sie ihm geben, also jetzt Snipes, das funktioniert ja auch wieder. Also gerade in der Rivalität zu Larry Fishburne, wie er hier genannt wird im Vorspann. Das ist schon ganz cool. Und auch führt eben auch zu einer sehr, sehr dramatischen Szene, in der dann eben auch an deren Ende dann eben Caruso eben auch wieder richtig gut sein kann und so. Also es ist, ich muss ja sagen, ich habe den Film vorher noch nicht gesehen, kannte ihn vom meistens euphorischen Hörensagen. Ja. Hatte bisher aber irgendwie noch nicht so richtig, ich hatte keinen Impetus, möchte ich sagen, den Film zu gucken, aber irgendwie auch gleichzeitig immer so ein bisschen auf dem Schirm und dachte bei mir vielleicht irgendwann mal. Von daher bin ich sehr, sehr happy, ihn jetzt gesehen zu haben, weil er ist echt fantastisch. Wirklich, wirklich, wirklich großartig und quasi von der ersten bis zur letzten Szene. Weil er eben auch so Haken schlägt. Mhm. Also erstens, er sieht wahnsinnig gut aus, hattest du schon gesagt. Aber er geht eben auch ganz, ganz viele Richtungen oder Inrichtungen, mit denen ich halt nicht rechne. Ich glaube, dass was noch am ehesten meiner Erwartung entsprach, ist ganz am Anfang die Szene, in der Steve Buscemi seine drei Sätze hat. Ja. Testtube hast du eine Figur hier. Genau. Und sich so ein bisschen balgen darf mit Jolly Jumper gesagt, Jimmy Jump. Aber sagen wir, dass die dann am Ende eben hier King Tito umbringen, um mit Geld und Drogen und allem zu verschwinden, das war mir fast klar. Das läuft, ja. das lief halt relativ klassisch und all das, aber danach ist der Film halt eben voll mit Momenten, mit denen ich halt so nicht gerechnet habe. Eben, wie halt, wenn die sich dann eben da gegenüberstehen und auf einmal eben Christopher Walken anfängt da seinen kleinen Tanz da einzulegen und sowas. Was ist denn jetzt los? Also seltsam. Das finde ich aber auch ein ganz, ganz großes Merkmal und ein positives Merkmal des Films, dass er eben so viele unterschiedliche Eindrücke evozieren kann. Eben gleichzeitig dieses, oder nicht gleichzeitig, sondern halt in Abwechslung dann eben dieses High-Society-Ding, wenn eben Frank dabei bei diesem Empfang ist und dann als nächstes sehen wir sie dann gleich wieder irgendwie feiern in irgendeinem Abrissgebäude und so. Und das da ganz unterschiedliche, oder der eine, wie hat King Tito, der da irgendwie residiert, in diesem Flughafen-Hotel. Ja, und dann sehen wir aber eben Frank, der eben im Plaza unterkommen ist und die italienische Mafia, die ihm offenkundig das Geschäft geklaut hat, während er im Knast war, sitzt halt in irgendeinem miefigen Hinterzimmer irgendeiner Pizzeria oder sowas. Und es sind einfach so Unterschiede, die eben auch unverhofft kommen. Und dann der Mafiosi wie heißt die Figur? Artie. Genau, Artie vor die Schuhe. Nee, Artie pisst Franks Boten, also vor die Schuhe. Artie ist sein Konkurrent. Okay, ja, und der Bote, wie heißt der Bote? Ich glaube, es ist Joey. Genau, also Artie pinkelt eben Joey vor die Schuhe und er soll ihm die Botschaft an Frank geben und dann wirklich eine Sekunde später kommt er schon rein. Und damit habe ich nicht gerechnet. Und ich dachte halt wirklich irgendwie, es ist eben auch so, der Film ist halt auch, ich meine, mit 103 Minuten ist er ja nicht kurz, aber er ist auch nicht wirklich lang. Ja, das ist ja bereits gesagt, Micromanagement bei Frank. Der macht das eben, der nimmt das eben gerne selber die Hand, wenn das so nicht klappt. Das ist ja, ja. Aber gleichzeitig haben wir dann eben auch so eine Szene irgendwie nach 40 Minuten. Ich dachte so, bei mir müsste der Film mich langsam mal irgendwie angefangen haben, einen Plot zu entwickeln, der sich aufs Ende hinzubewegt. Ne? Und das kommt dann aber auch relativ spät erst durch die Polizisten und gar nicht mal so sehr durch die Konkurrenz, wie es halt eigentlich erst aufgebaut ist. Also der Film macht halt schlägt halt Haken und das finde ich ganz, ganz faszinierend. Siehst du, ich habe es immer komplett anders wahrgenommen und ich habe den Film jetzt bestimmt schon 5, 6 Mal gesehen. Für mich erschien es immer so, dass er das, was du auch, glaube ich, so als erwartbare oder relativ konventionelle, wirklich so Handlungsstränge beschrieben hast, nämlich dieses ganze Konkurrenz zwischen der italienischen, schwarzen, puerto-ricanischen, wie auch immer, Gang ums große Drogengeschäft, dass er den Teil relativ schnell aus dem Weg räumt, um uns eigentlich so Frank als Figur zu präsentieren, die sich eben
quasi davon möglichst distanzieren soll. Jetzt nicht in seinem täglichen Business, der will da immer noch mitmischen und da sein Geld verdienen, aber er will eben Ansehen. Mhm. Das ist eben auch ganz wichtig. Deswegen eben auch diese Krankenhausgeschichte. Er will gesellschaftliches Ansehen und dieser ganze erwartbare Gangsterfilmteil mit Bandenkriegen und Morden und sich gegenseitig eben vor die Füße pissen im wortwörtlichen wie übertragenen Sinne, das macht der Film eigentlich nur in den ersten, ja, ich glaube, das ist auch schon richtig benannt, so ersten 40, 45 Minuten. Und dann ist der Film an anderen Themen interessiert. Und das finde ich eben wirklich tatsächlich ganz spannend. Plus eben dieser ganz eindeutige, mir fällt nur der englischsprachige Begriff, ein Sense of Place, den eben dieser Film hat, wie eben fast alle Ferrara-Filme. Du weißt eben immer, das sind Originalschauplätze, das fühlt sich eingelebt an, das fühlt sich so an, so oder so ähnlich, wie tatsächlich diese Gangster hausen könnten. Und ja, in dem Kontext auch nochmal dann diese Klassenunterschiede zu sehen, der eine im Trump Plaza und der andere eben in irgendwelchen abgeruppten Hinterzimmern, das ist also für mich ist auch tatsächlich hier ähnlich wie bei Nikita der Look und die Tonalität des Films wichtiger als das, was er so auf der Handlungsebene erzählt. Er lebt sehr, sehr stark vor den Schauspielern, die Figuren verkörpern. Man muss sich einfach mal da Christopher Walken, oder man sollte es nicht, man kann sich auch Christopher Walken, Larry Fishburne, David Caruso und so weiter, Wesley Snipes da mal rausdecken. Und das wäre ein völlig anderer Film, sehr viel flacherer Film, konventioneller Gangsterstoff, wie auch Nikita einer wäre. Aber dadurch, dass er eben so eine Authentizität vermittelt und die Figuren eben, beziehungsweise deren Schauspieler und Schauspielerinnen so charismatisch sind, ist er so unglaublich packend. Wobei der Film dann eben zu Ende geht und man sich denkt, das habe ich doch alles kommen sehen. Da ist auch echt ganz wenig Überraschendes drin, ehrlich gesagt. Also alle Figuren, von denen ich glaube, die segnen das Zeitliche, die tun es dann auch früher oder später. Und natürlich endet der Film so, wie er endet. Das ist ja irgendwie, dass jetzt irgendwie da nicht Frank White mit dem großen Hurra-Moment aus dem Film rausgeht, ist auch, glaube ich, ziemlich schnell klar, weil er scheitert ja an jeder Ecke, an der er scheitern kann. Und biegt immer falsch ab. Wobei ich natürlich, also sagen wir, da sehe ich eben in gewisser Weise auch eine Umkehr. Mhm. Und zwar des klassischen Gangsterfilms. Nicht noir in dem Sinne, aber eben ja sowas wie, was James Cagney halt so gerne gemacht hat. Weißt du, so Top of the World, Ma! diese Nummer, in der eben, wenn eben der Gangster halt am Ende zwar schon so seine gerechte Strafe bekommt, aber eben wenigstens, jetzt fällt mir nur der englische Begriff ein, Blaze of Glory halt untergeht. Und das tut er ja nun mal nicht, ne? Das ist ja, du hast ja völlig recht, Frank White scheitert. Er ist ganz alleine, seine gesamten Freunde und Mittelsmänner und Kollegen und was nicht alles, entweder sie selber umgebracht oder sie wurden umgebracht in den letzten paar Minuten. Und mit dem einzigen Polizisten, mit dem er hätte sich vielleicht sogar noch irgendwie ausreden können, liefert er sich eben noch so ein Duell und stirbt sehr jämmerlich auf dem Rücksitz eines Taxis. Ja. Das ist eben nicht mal ein glorreicher Abgang. Ja, und damit eben halt auch, glaube ich, ein wirkliches ein Gegenentwurf halt einfach zu diesem klassischen Gangster-Milieu-Aufsteiger-Stories wie Scarface oder sowas. Es ist so ein bisschen befremdlich, natürlich heute, wir sind zeitlich sehr weit entrückt von dem Film, das so zu sehen, dass in einem Film, der so starbesetzt ist, aus unserer heutigen, aus unserem heutigen Blickwinkel, dass ausgerechnet der große Showdown zwischen Christopher Walken und seinem Gegenspieler, also zwischen Christopher Walken und Victor Argo stattfindet. Ja. Weil Victor Argo ist ein wunderbarer Schauspieler, aber eben wirklich auch keine namhafte Größe und eher bekannt für seine Nebenrollen. In einigen durchaus tollen Filmen, er hat den Taxi Driver mitgespielt, in vielen Scorsese-Stoffen, Last Temptation of Christ ist er auch drin. Aber er ist jetzt eben nicht der, den ich irgendwie so wahrgenommen habe als der große Gegenspieler von Christopher Walken, derjenige, der eben Frank White am Ende den Gutshot verpasst, der ihn ums Leben bringt. Ja. Weil es sind eben so wahnsinnig viele Tough Guys und auch einige Tough Girls in diesem Film, die eben große namentliche Prominenz haben, von denen ich es eher erwartet hätte. Aber es ist jetzt eben so, wie es ist. Also. Natürlich. Und vor allem, weil eben auch der Schuss in den Bauch eben auch eher ein Zufall ist. Ja, natürlich, klar. Ja, ich meine, was für eine Besetzung. Wesley Snipes ist,
ist so fantastisch hier. Also Wesley Snipes ist ja immer, wenn ich ihn so sehe in jungen Jahren, die Wahrnehmung seines Schauspiels und seiner Starperson immer so ein bisschen gefärbt von späteren Jahren, auch die Skandale und Skandälchen, die er da hatte und spätere Rollen eben so als tougher Actionheld, aber sehr, sehr viel konventioneller alles gezeichnet. Und hier ist er einfach so gut und er wirkt so authentisch, er passt so gut hier rein und wird ja sogar als das bezeichnet, was er wahrscheinlich auch ist für die Cops, die ihn alle umgeben, nämlich quasi so der Quotenschwarz, um es mal nett auszudrücken, also mit einem Terminus, den die Figuren in diesem Film nicht benutzen würden, die würden das anders bezeichnen, aber vermutlich, er ist es eben und er spielt es auch wahnsinnig gut und versucht sich eben auch von dieser Rolle so zu emanzipieren innerhalb dieses Films und gleichzeitig es eben auch seinen, ja, weißbrotigen Kollegen total recht zu machen und bei denen irgendwie auch gut dazustehen und er kriegt gar nicht so viele Dialogzeilen, aber wie er das spielt, ist so unglaublich glaubwürdig und packend, finde ich. Also ich habe Wesley Snipes in diesem Film auch unglaublich gerne zugeguckt. Ja. Und es ist richtig traurig, wenn er stirbt. Es sterben übrigens alle, Spoiler. Also, ja, in der Tat. Ich meine, es ist ja auch noch eine sehr, sehr interessante Szene, wenn eben Lawrence Fishburne versucht ja Carusos Figur halt immer damit aufzuziehen, dass das hier Gilly heißt Carusos Figur, genau. Das also, beziehungsweise, dass eben Flanagan, also Wesley Snipes Figur, halt Gillys Liebhaber wäre. Ja. Und so Freundin und was, wie er sie immer nennt und alles. Dass das dann aber auch endet mit, dass eben Carusos Gilly den toten Wesley Snipes küssen darf und sagt, dass er ihn liebt, das finde ich ganz fantastisch. Finde ich ganz, ganz, ganz erstaunliche, sehr emotionale und sehr berührende Szene. Mhm. Tatsächlich wird Wesley Snipes Tod dadurch eigentlich eher ins Sein gebracht, weil ich habe so das Gefühl, sein Abgang wird eben ein bisschen überschattet vom sehr lauten Gejaule von eben Fishburne. Ja. Also wobei sein Tod einfach eben auch, weil er eben die Figur ist, die es innerhalb dieser Filmhandlung ist, die es am wenigsten verdient hat, möchte ich jetzt mal behaupten. Also er ist für mich von allen Figuren, die wir sehen, noch so die sympathischste, der ich mich irgendwie am meisten zugewandt fühle, von der ich auch wirklich glaube, er will wirklich das Gute. Wohingegen eben einfach Caruso schon aufgrund seines ganzen, ja, hier wie ihren Gehabe schon bei mir schon so ein bisschen verloren hat, mag ich einfach Tommy Flanagan, mag ich einfach Wesley Snipes Figur. Deswegen, ja, ich bin schon relativ nah dran, wenn er da stirbt. Aber du hast natürlich recht, Larry Fishburne als Jimmy Jump macht ihm da große Konkurrenz und hat doch ein bisschen lauteren Abgang. Also schreit sehr viel und kriegt dann eben Schuss ins Gesicht. Das ist natürlich alles sehr dramatisch. Ungleich zu David Caruso haben sie aber beide sehr, sehr dramatische Abgänge. Wohingegen eben David Caruso einfach relativ unzeremoniell einfach abgeknallt wird. Aber, naja, unzeremoniell vielleicht, aber durchaus sehr effektiv. Weil, ja, natürlich. Aber ohne großes Pathos. Ja, aber eben mit großem Schock im Moment. Weil bei der Beerdigung der Polizisten, die halt draufgegangen sind bei diesem Überfall und eben, ja, Frank relativ lässig eben die Seite seiner, also das Seitenfenster seiner Limousine runterfährt und ihm einfach mit der Schrotflinte einfach mal kurz hier rüber wegballert. Ja. Das ist unangenehm. Wir haben heute Abend zwei Filme mit wirklich tollen, tollen Schießereien und tollen Blood-Squibs, Blutspritzt, toll getrickst. Ich mag auch hier wiederum, die Action ist sehr modern inszeniert. Ich weiß nicht, vielleicht ist auch einfach meine Erinnerung da trügerisch. Ich denke oft an Filme dieser Zeit zurück und denke auch wirklich an das, was mir heute schon so ein bisschen irgendwie cheesy erscheinen würde, irgendwie sehr zeitlupenlastig Stunts, die eben auch aussehen wie Stunts, wo sich dann der Stuntman oder die Stuntperson auch irgendwie mal so theatralisch hinter den Bartresen schmeißt und nichts dergleichen haben wir auch hier wieder sehr, sehr hart, sehr schnell, sehr unmittelbar. Diese nächtliche Autoverfolgungsjagd durch den Regen auch nochmal so ein, als ob sich Abel Ferrara auch so ein bisschen schwer machen wollte. Als würde er nicht sagen, man kann auch durchs Trockene fahren. Und klar, Regen ist gerade nachts in Nachtszenen immer so ein bisschen optisch reizvoller, aber er lässt es eben in It's Raining Cats and Dogs, so sprichwörtlich gesagt. Und es ist auch wirklich einfach dadurch sehr interessant, nochmal irgendwie das so reinzuschmeißen in diesem Mix, als ob eine Autoverfolgung nicht schlimm genug ist. Nein, die können auch die ganze Zeit irgendwie ganz schlecht sehen dabei. Ja. Es ist dunkel und es regnet wie in Strömen und also ich war wirklich echt
ich da auch ganz begeistert davon. Und einer darf noch gegen Hydranten knallen. Aua, 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 dachte ich so bei mir. Ja. Die Gangster gucken gerne klassische Horrorfilme, habe ich mir hier noch notiert. Das fand ich auch ganz toll, dass die Nosferatu gucken und danach sagt einer, glaube ich, was ist als nächstes? Genau, bleib doch noch ein Weilchen, ich zeige noch Frankenstein. Ja. Sehr schön. Ja, faszinierend. Toll. Ich meine, das ist, ich habe so das Gefühl, rein plotlastig, plotseitig, ist eben auch in King of New York gar nicht so viel drin. Nein. Zumal wir ja vor nicht allzu langer Zeit in einer Bonus-Episode über es war einmal in Amerika gesprochen haben und dieser Aufstieg oder in dem Fall hier Reaufstieg des Gangsters, das ist jetzt nicht wahnsinnig neu, modern oder hat kaum wirkliche, ja, wie soll ich sagen, gesellschaftliche Referenzen oder irgendwas anderes, was vielleicht die Sache irgendwie größer ausmachen würde. Ich meine, wie hat Frank White darf halt am Ende nochmal kurz so seine Motivation zum Besten geben, warum er eigentlich eben ein besserer Gangster ist als die Gangster, die er ausgeschaltet hat. Und da es unkommentiert bleibt, darf man sich dazu denken, was man möchte. Aber letztendlich hat der Film eben wenig Aussage außer Milieustudie und wie ich sage, oder wie ich das zumindest die Vermutung habe, so eine Art Modernisierung oder von mir ist auch Kontrapunktierung halt des klassischen Gangsterfilms aus den 30er, 40ern. Ja, absolut, absolut. Ja. Er steht auch für mich so indem er da versucht, also Berufskriminalität, möchte ich mal sagen, mit der politischen Bühne zusammenzubringen, natürlich auch in der Tradition von sowas wie den Pate-Film. Oder das, was später hier Scorsese gemacht hat in sowas wie Casino. Mhm. Also irgendwie der Gangster, der nach Legitimität sucht, indem er eben mit der Politik ins Bett steigt oder mit den mit großen Konzernunternehmen, mit Männern, die einfach politische und wirtschaftliche Macht haben. Und das ist einfach schon so interessant. Und er kriegt eben hier, das kriegt eben so interessanten Spin, weil eben Franks Figur, zumindest nach meinem Dafürhalten, in meiner Wahrnehmung von Beginn an eigentlich so, Ich gucke ihn an und ich sehe, er muss scheitern, weil ich sehe ihn, wenn ich ihn das erste Mal sehe und da sein Tänzchen machen sehe vor Jimmy Jump und seiner Crew, der gehört einfach in diese Welt. Und es gibt eben Figuren, vielleicht die zufälligerweise von Robert De Niro gespielt werden oder von Al Pacino, die ich zutraue, die könnten auch funktionieren auf einer politischen Bühne oder zumindest mit eben diesen Leuten ins Bett steigen und trotzdem dabei ihr Gesicht wahren. Und Frank White sehe ich das erste Mal, nicht das erste Mal, aber das zweite Mal spätestens beim Zusammentreffen hier mit Lawrence Fishburne als Jimmy Jump und denke mir, nee, also egal wie sehr du es versuchen wirst, du kommst da nicht raus, du bist einfach ein Gangster durch und durch und ja. Du bist nicht mal ein besonders eleganter Gangster. Du wärst es gerne, aber... Genau. Du siehst aus wie ein Psychopath, aber du kannst gut tanzen. Ich habe jetzt ein bisschen viel geschwärmt vielleicht für einen Menschen, aber... Überhaupt nicht. Ich fand den ja auch toll. Ja. Richtig, richtig toll, ja. Ich wollte kurz erwähnen, Freddie Jackson, der Soul-Singer hat hier einen kurzen Auftritt. Ich glaube, der so ein bisschen vom Höhepunkt seiner Karriere mittlerweile so ein bisschen runtergekommen ist, aber er wird hier sogar namentlich angekündigt und ich fand zumindest den inszenatorischen Bruch ganz schön, also von dieser Schießerei in diesem schmierigen Nachtclub dann zu, und hier ist Freddie Jackson und der einen tollen Soul-Song schmettern darf. Ja. Auch das ganz fantastisch und da sieht man eben auch, ich weiß nicht, ob das denen so bewusst war beim Dreh oder ob es einfach happy waren, diesen damals den prominenten Sänger zu bekommen, aber da sieht man eben auch, dass man sich für Geld keine Klasse kaufen kann. Das sind solche Momente, dass ich mir denke so, ja klar, der war bestimmt teuer, also dass der da singt bei dieser Gala für dieses tolle Kinderkrankenhaus, aber ihr seid immer noch alle schmierige Gangster. Ja. Toller Film. Auf jeden Fall. Zwei tolle Filme. Ja, ja, ich bin dir sehr dankbar, dass du den mitgebracht hast. Und ich bin mir selber sehr dankbar, dass ich die anderen mitgebracht habe. Ich danke dir. Guck mal, wie dankbar wir sind. Ja. Und danke euch fürs Zuhören da draußen. Sowieso, natürlich immer. Ich müsste lügen, wenn ich behaupten würde, ich habe vergessen, was der erste Film ist, über den wir nächste Woche sprechen. Oi, oi, oi. Jean-Paul Belmondo spielt die Hauptrolle, ne? Ja, genau. Der Windhund aus dem Jahr 1979 von Georges Lautner. Mm. Genau. Wir haben einfach gedacht, wir haben Belmondo jetzt schon wieder ganz schön lange beiseite gelassen. Ja. Wir hatten ihn ja ein paar Mal hintereinander, nachdem er gestorben war letztens, was ja sehr traurig ist. Ja, ich meine, der Mann hat einfach ganz viele tolle Sachen gemacht. Ich habe keine Ahnung, ob der dazu gehört. Mhm.
Aber wir fanden halt beide den Titel der Windhund so großartig, dass wir gesagt haben, machen wir doch den jetzt. Wir sind gespannt, was uns da erwartet und auf alles gefasst. Zum Zweiten sprechen wir über einen Film, der deutlich neuer ist, aber jetzt schon so ein Klassiker seines Genres. Und da geht es eben auch um einen Undercover-Einsatz. Wir sprechen über Infernal Affairs aus dem Jahre 2002 von Andrew Lau und Alan Mack. Auch starbesetzt mit Andy Lau und Tony Leung Chau-Wai. Gute Sache. Können wir uns drauf freuen. Ich freue mich da auf jeden Fall sehr drauf, ja. Auch wenn es nächste Woche gleich wieder in den Thriller geht. Aber ja, danach wird es wieder fantastischer. Wir überlegen uns was, ne? Genau. Macht mal Vorschläge. Ja, zum Beispiel auf Discord. Ich meine, wenn ihr eine Patreon-Mitgliedschaft habt. Genau. Nehmt die 2 Euro in die Hand, ist ja wirklich nicht viel. Und joint us hier von unserem Discord-Server. Es lohnt sich. Komm, ich danke dir. Gute Nacht. Bye-bye. Der Auftrag, den sie hat, ist die Hölle. Nikita. Der Tod ist ihr bester Freund.